Tja, viele sind mit der 175-seitigen Corona-Aufarbeitung der österreichischen Regierung um 934.000 Euro Steuergeld vielleicht nicht ganz so zufrieden gewesen. Die hätten das Thema ja gerne abgehakt. Markus Söder in Bayern will die Corona-Akten gar nicht erst rausrücken, Lauterbach und viele andere hätten auch ganz gern den Mantel des Schweigens darüber ausgebreitet und eine Freundin und ich dachten, wir machen das gewissenhafter, ganz unentgeltlich. Wir haben viele Punkte, die zu diesem Zeitpunkt bekannt waren, in diesem Beitrag festgehalten, quasi ein Zeitdokument. In diesem Video gibt es die Themenpunkte immer eingeblendet und in der Beschreibung auf YouTube mit einem Zeitmarker versehen. Hashtag wir vergessen nicht. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jana. Ich bin alleinerziehend von zwei Teenagern mittlerweile. Und das ist? Ich bin Schnippes, Akatom. Und Jana ist extra von Baden-Württemberg nach Österreich, nach Oberösterreich gekommen. Und wir versuchen etwas, was die Regierung auch mit Österreich 932.000 Euro nicht zusammengebracht hat. Und zwar eine Corona-Aufarbeitung. Angefangen hat es ja mit: Wir haben es nicht besser gewusst. Aber stimmt das? Ja, da bin ich extra die hunderttausende Kilometer vom schönsten Bundesland Deutschland nach Oberösterreich angereist, weil der Schnippes gesagt hat, komm doch mal vorbei. Das hat er jetzt davon, jetzt bin ich hier. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir zwei Dinge gemeinsam haben. Es gibt ein großes Thema, das uns sehr beschäftigt, eben Corona. Und wir lassen uns beide nicht gerne anlügen. Und es waren verdammt viele Lügen, sehr viele Lügen, wo uns die Regierung alle angelogen hat. Na, eine ganze Liste von Stichpunkten in der Vorbereitung und ganz oben steht das Stichwort Bergamo. Weil Menschen gestorben sind, weil wir die Bilder vor Augen gehabt haben von Bergamo, wo die Särge mit Militärkonvois hinausgefahren worden sind. Das hat sich eingebrannt und deshalb war es möglich, diese Radikalität auch an den Tag zu legen. Bergamo, die Bilder von Bergamo, das Bild mit den ganzen Särgen, ja, das nachweislich vom Jahre 2013 vom Schiffsunglück Lampedusa stand. Man hat das Bild 1:1 genommen, man hat nichts dazugefügt, nichts weggetan. Man hat es 1:1, man hat es nicht mal gespiegelt. Man hat einfach behauptet, das sind die Bilder von Bergamo. Und dann gab es noch das Märchen mit den Militär-LKWs. Ne? Kilometerlange Militär-LKW-Schlangen, die es gegeben hat. Auch das ist eine Lüge gewesen, es waren genau 13. Man muss eines dazu wissen, Bergamo, also Italien, ist eine sehr gläubige Stadt. Es gibt normalerweise nur Erdbestattungen. Und die Erdbestattungen wurden hier ausgesetzt. Die Leichen mussten nur verbrannt werden. Das ist ja schön. Und da hat man dann die Leichen zu einem Krematorium gebracht. Das eine Krematorium in Bergamo hatte die Kapazität nicht und hat genau 13 LKW angeschafft. Es gab nicht mehr Tote als sonst. Dann wurden die verteilt in den Krematorien, damit die verbrannt werden können, weil Erdbestattung zu diesem Zeitpunkt ja verboten war. Also das Märchen von dem Militärkonvoi ist, wenn ihr seht, schaut aus wie eine endlos lange Schlange. Ist ein Märchen. Punkt. Und warum hat man das gemacht? Um Angst zu schüren. Man sollte Panik bekommen, wenn man sieht, oh Gott, da stapeln sich die Leichen. Das Militär muss kommen beim Abtransport der vielen toten Menschen. Das war der erste Punkt, wo es angefangen hat, uns Angst, der Versuch, uns Angst einzujagen. Mhm. Ja. Wir haben es in der Pandemie, wie immer so einen Ansatz, nenne ich zuvor, geschafft, weltweit in einer Radikalität zu agieren, auch hier in Österreich, mit Maßnahmen, die waren vollkommen unvorstellbar. Wir haben Sondersituationen geschaffen, auch gesetzliche, weil wir Dinge außer Kraft gesetzt haben, Eingriffe in Freiheitsrechte vorgenommen haben, die waren enorm tiefgreifend und haben dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, das zu tun. Das heißt, wir haben mit einer unglaublichen Radikalität auf diese Krise reagiert. Es gab ja dann auch Anfang 2020 und auch Ende 2020 ja Lockdowns. Ne? Man wusste es nicht besser. Okay, ganz am Anfang bin ich auch kein Böse. Nur, ich glaube, der letzte Lockdown Ende 2020 war ja am 6. Dezember, war der dann vorbei. Und am 16.12. wusste man schon laut RKI, dem Robert-Koch-Institut, falls die ja freigeklagt werden mussten, das ist ja das Nächste, dass Lockdowns schädlicher sind als Covid-19 selbst. Dann gab es ja auch noch die offiziellen Zahlen. 440 Milliarden Euro. Deutschland ist knapp 10-mal so groß wie Österreich. 175 Milliarden Euro. Das waren gute 40% von Deutschland. Man beachte mal, das blende ich ein, war die Fläche von Deutschland und von Österreich. Und 40% von dem, was Deutschland gebraucht hat, das ist knapp das zweifache Jahresbudget der Republik Österreich.
Das sind Summen, die da umsonst, jetzt nachweislich, RKI-weiß, umsonst rausgeballert worden sind. Man hat es trotzdem gemacht, wo man es da schon wusste. Nur eines darf man auch gleich dazu sagen, die RKI-Files werden noch öfter vorkommen bei uns im Video. Und zwar, die RKI-Files wurden ja nach 2 Jahren vom Multipolar Online-Magazin um ca. 15.000 Euro Gerichtskosten, eigene Kosten übrigens, nicht bezahlt vom Land, weil sie verloren haben, die Gegnergruppe, sondern die mussten ja selbst bezahlt werden. 15.000 Euro nach 2 Jahren. Dafür, dass man sie geschwärzt, überwiegend geschwärzt bekommt. Ja, eine Verhöhnung eigentlich des Gerichts. Wenn das Gericht sagt, okay, ihr müsst die Protokolle rausrücken, ja, warte mal, ich hole noch geschwind ein Edding und streich noch ein bisschen drüber. Das sind ja alles nur Namen. Um die Mitarbeiter zu schützen. Mhm. Das ist ja ein Hohn. Ja, die Mitarbeiter hatten schon sehr lange Namen, muss ich sagen. Ne? Da gab es ja im Prinzip, da gab es das Gerichtsverfahren, 2 Jahre lang hat sich das gezogen, es war von Steuergeld bezahlt, also Lauterbach hat an die Anwaltskanzlei Raue nach Berlin über Steuergeld 80 Anwälte bezahlt dafür, dass die erstens die ganzen RKI-Files schwärzen und den 2 Jahre Gerichtsstreit wurde auch von Steuergeld bezahlt. Ja. Das ist ja nett, dass man etwas rausrückt, was ja auch, das sind die Robert-Koch-Institut, das wird ja auch bezahlt für Steuergeld, etwas, was gemacht worden ist durch Steuergeld, wird verhindert durch Steuergeld, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Und auch die Schwärzung wurde noch von Steuergeld bezahlt. Das ist krank. Das sollte man eigentlich vermeiden, würde ich mal sagen. Aber ja, und jetzt dauert es über 4 Wochen, das wieder zu entschwärzen. Allerdings das, was jetzt schon in den RKI-Files zu lesen ist, ist mehr als genug, um genug Leute auf die Anklagebank zu bringen. Und da möchte ich auch ein bisschen einhaken. Man weiß ja auch eines, und zwar das Ministerium selber hat ja, das deutsche Ministerium selber hat ja auch selbst zugegeben, das konnte man auf der Homepage auch lesen, wir hatten eine Unterauslastung 2020, und zwar von den Kliniken her, eine durchschnittliche Unterauslastung der Krankenhäuser um 13% im Schnitt, was ich noch, wenn ich es noch gut in Erinnerung habe, und die höchste Unterauslastung im Krankenhaus war bei 30% im Gegensatz zu Vorjahr 2019. Trotzdem hat man was gemacht? Man hat uns erzählt, die Krankenhäuser laufen über. Du musst dich impfen lassen. Wenn du dich nicht impfen lässt, hast du eventuell keinen Anspruch. Das war auch so eine Drohung, auch eine Angstmache auf ein Intensivbett. Dann wirst du nicht beatmet, dann musst du halt ganz elendig krepieren. Mhm. Die Triage. Das war das, was man uns erzählt hat. Genau. Die bekannt, berühmt-berüchtigte Triage, mit der man Angst gemacht hat. Nicht nur das Schockprotokoll, das Angstprotokoll, sagen auch manche dazu, das geschrieben worden ist. Da gibt es ja auch einiges. Es wurde absichtlich dann versucht, in diesen Protokollen eben festzuhalten, wie man am besten die Bevölkerung in Angst versetzt, damit sie sich eben impfen lassen, mit etwas, was nicht getestet ist, verheerende Auswirkungen haben kann. Es gab noch die Maskenpflicht, die war vom 14.09.2020 weg. Am 30.10.2020 wusste man allerdings schon, laut RKI-Files, dass es keine Evidenz für die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht gab. Und da war es ja auch erst diese Stoffmaske, erst war es der Schal, dann war es die Stoffmaske, dann war es die medizinische Maske, dann war es die FFP2-Maske, dann war es für dich als Gast die FFP2-Maske, für den Kellner, der dich bedient, die medizinische Maske. Gehst du auf Toilette, musst du die Maske aufziehen, sitzt du am Tisch, darfst du sie abziehen. Ein Irrsinn, eine Lüge nach der anderen, nur um Angst zu schüren. Die Schüler, die stundenlang mit diesem Lappen vor der Nase im Unterricht sitzen mussten, es wurden die Fenster aufgerissen, ständig wurde durchgelüftet, es war noch so kalt gewesen, die Kinder Jacke mitbringen, Kniebeugen machen, ne? Tante Merkel. Ein Unding, was man mit unseren Kindern gemacht hat. Es gibt sogar noch das Foto, wo da eine Schüler den Test draußen im Freien machen musste, weil er Maskenattest hat, im Winter übrigens, ja. Wo der Schüler draußen vom offenen Fenster im Freien saß und seinen Test machen musste mit Mütze und allem drum und dran, pipapo, durfte die Klasse nicht betreten. Und das, wie gesagt, es war kalt, es war im Winter, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Auch das gab's. Und das, obwohl nachweislich die Maske, auch im Nachhinein betrachtet, es gab keine Evidenz für den Nutzen einer Maske. Und es steht auf jeder Maske, oder stand jedenfalls auf jeder FFP2-Maske oben, hilft nicht gegen Viren, Enzyme oder radioaktive Stoffe. Und ja, stand zwar oben, wurde aber eigentlich ignoriert. Die Herstellerangaben, da hat es ja geheißen, Stunde, eineinhalb Stunde oder 2 Stunden kann man die aufbehalten und da muss man wieder 20 Minuten, 30 Minuten Pause machen. Da gab es verschiedene Angaben ein bisschen.
Und das, obwohl die FP1, 2 oder 3 Maske im minimalsten Fall 0,6 Mikrometer filtert. Und das Coronavirus ist ja, wie wir jetzt wissen, mittlerweile 0,1 Mikrometer groß. Da hast du auch ein ganz tolles Video zu gemacht, ne? Von dem Paar mit dem Blutblättchen und es wird immer kleiner, kleiner und irgendwo da hinten kommt das Coronavirus. Mhm. Und das ist die Größe der Masche, wo es durchmarschieren kann. Richtig. Maschengradzaun gegen Fliegen, würde man sagen. Ja. So wird es ungefähr von der Relation passen. Weil auch eingeblendet das Video unten, alles, was wir jetzt quatschen, wird sich unten wiederfinden in den Quellenangaben auf YouTube jedenfalls. TikTok ist noch leider noch nicht so weit. Aber ich werde alle Quellen, das keiner sagen kann, wir quatschen hier Blödsinn, ja, werde ich alle Quellen unten einblenden. Wird eine längere Quellenangabenliste werden, aber ist ja gut. Und dann eben kommen wir zu AstraZeneca. AstraZeneca hatte die Impfstofffreigabe bekommen, die Notzulassung, wohlgemerkt, am 29. Jänner, wohlgemerkt, Ende Jänner, ja. Und am März, schon im März, wussten die, ja, dass es Sinusvenenthrombosen auslösen kann. Das VITT unter anderem auch. Eine Krankheit, die es vorher noch nie gegeben hat. Das war die vakzininduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie. Blutgerinnsel, Thrombosen in der Gehirngegend, in der Magengegend. Das wusste man schon im März. Im März. Auch wenn nur das der Fall wäre, dann kannst du keinen verpflichten. Das ist wie russisches Toilette mit einer verdammt großen Pistole, kann man sagen. Es sind mehr wie 6 oder 5 Schuss drinnen. Aber du kannst einen auch theoretisch tödlichen Schaden haben. 1 zu 10.000. Da kann man jetzt sagen, das ist viel. Und man kann sagen, es ist nicht so viel. Und alleine, wenn ich schon weiß, wenn nur einer von 100.000 stirbt, dann kann ich dich nicht dazu verpflichten, wenn du trägst das Risiko, du sollst das auch noch unterschreiben. Ja, das ist für mich irrsinnig. Da hätten so viele Firmen eine Dienstanweisung schreiben müssen, die ihr Personal genötigt haben, sich impfen zu lassen. Mit der Dienstanweisung ist es so, dass die Firma, die Company, wo du angestellt bist, einfach die Zahlungen übernimmt für die eventuellen Impfschienen, die du hast. Und wenn sie ein Leben lang ja, anhalten, chronisch, immer bleiben, dann hat die Firma auch, weil sie die Dienstanweisung gegeben hat, diese Impfschaden oder den Lohnausfall auch zu begleichen, ein Leben lang. Das wollten sie dann nicht, obwohl sie so auf die Impfung vertraut haben. Mikrothrombosen im Auge, was zur Erblindung führen kann. Ich kenne das selbst ein paar Fälle, einen ganz krass. Das ist, als wenn du durch eine satinierte Glasscheibe schauen würdest. Du siehst zwar, da ist hell dunkel, das war's dann. Wenn du mit den Hand vor dein Gesicht fährst, siehst du, okay, es ist ein Schatten, aber die Finger siehst du eigentlich schon nicht mehr. So ungefähr ist das. Das sind die Mikrothrombosen auch in den Augen. Das wissen wir jetzt auch. Ja? Aber die Gehirnthrombosen, auch die Bauchthrombosen, ja? Die kamen ja schon, das wusste man damals schon. Und dann wurde AstraZeneca ausgesetzt, kurze Zeit. Da hatte dann Karl Lauterbach ein Interview am 15. März und hat da noch gesagt, ja, es ist schade, dass man es aussetzt, das macht ein schlechtes Bild. Es wird höchstens die Impffreudigkeit ein bisschen zurückdrehen, weil jetzt ist ein schlechtes Bild auf AstraZeneca gefallen. Aber es wird wieder eingesetzt werden, was es ja auch wurde. Oh, soweit man zu AstraZeneca. Man wusste es, man tat es trotzdem. Und trotzdem stellt sich der Lauterbach heute noch hin und sagt, diese Impfung hat so viele Menschenleben gerettet. Gut, dass du das sagst, Jana, das ist interessant. Das hat ja geheißen, weil dort wurden 1 Million Menschen gerettet, da so und so viele hin und her, je nach Land, wo du schaust. Und Lauterbach hat es auch gesagt, die Studien zeigen, es wurden so und so viele Leben gerettet. Das ist mathematischer Schwachsinn. Das ist eine reine mathematische, statistische Aufrechnung. Da geht man davon aus, ich sage jetzt eine Hauszahl, jede 10. Impfung rettet ein Leben. Dann rechnen wir es hoch, wie viele Impfungen sind gemacht worden. Bei AstraZeneca war es europaweit 68,8 Millionen. In Deutschland war eine von AstraZeneca, da die größten Nebenwirkungen da am Anfang waren, waren es 12,8 Millionen Impfungen. Und dann hat man es einfach hochgerechnet, so viele Impfungen waren, so viele Nebenwirkungen offizielle gibt es. Ja, und wenn man davon ausgeht, dass jede 10. Impfung ein Leben gerettet hat, dann hat man ja so und so viel. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, jeder, der 3 Bier trinkt am Tag, der lebt länger. Jetzt nehmen wir den ganzen Bierkonsum von Österreich her, dividieren ihn durch die über 16-Jährigen und sagen mal, hey, so viele Leute haben jetzt das Leben gerettet, die haben 3 Bier am Tag. Das ist genauso Schwachsinn. Das kannst du mit allem machen, jetzt, was du willst. Das ist eine rein mathematische Hochrechnung. Alle mussten unterschreiben. Richtig. Dass sie die Haftung übernehmen, dass sie nicht das Land haftbar machen oder den Arzt oder den Hersteller. Und was hat es auch noch geheißen? Der Impfstoff bleibt im Oberarm. Richtig, dann hat man festgestellt, der verteilt sich doch. Und du hast ja vorhin noch was Interessantes erzählt mit dem Aspirieren. Mhm.
Richtig. Bloß in Österreich gab es einen Gesundheitsminister, hieß ja Mückensteiner, wurde angekreidet, weil er gesagt hat, die Impfung kommt ja nicht ins Blut. Ich weiß schon, was er gemeint hat. Die Impfung kommt normalerweise in den Muskel rein, hier oben reingestochen. Dann zieht man ein bisschen am Kolben der Spritze und sieht, dann kommt ein Blut mit raus oder nicht. Wenn kein Blut rauskommt, dann spritzt man rein, man hat einen Muskel erwischt. Wenn ein bisschen Blut mit rauskommt, muss man neu ansetzen, reinstechen und nochmal probieren, rausziehen, kommt Blut mit raus, dann ja, nochmal neu ansetzen. Ansonsten kann man reindrücken und man hat bei jedem Interview auch im Fernsehen hinter Lauterbach, hinter Rauch in Österreich oder sonst irgendwo eingeblendet gesehen, Spritze rein, Schuss. Aspirieren? Nein. Man musste schon als Tier versuchen, dass ein Nicht-Aspirieren, also eine theoretisch intravenöse Verabreichung von Impfungen, ihre Myokarditis auslösen kann. Die Empfehlung von der STIKO kam erst, also über ein halbes Jahr später, da hat es geheißen, ja, müssen wir doch aspirieren. Ja? Und das war dann schon ein bisschen komisch. Warum muss man das machen? Aha, vorher wurde es nicht gesagt. Ne? Aber glaubst du wirklich, dass der Lauterbach sich das Zeug hat spritzen lassen? Nee. Deswegen war es ja auch nicht so wichtig, ob aspiriert wird oder nicht. Der, also Lauterbach wird sich die Pfizer-Verträge wahrscheinlich auch durchgelesen haben. Das nächste, eigentlich das nächste Thema, mal richtig, ein Themenjumper, ein Themenhopper. Der wird die Pfizer-Verträge ja durchgelesen haben, schätze ich mal grob. Auch die von der Leyen wird sie gelesen haben. Ich habe sie auch gelesen. Also die haben einen anderen anscheinend. Die Pfizer-Verträge wurden ja nach einem Gerichtsurteil am 17. August freigeklagt, 2023. Das heißt, seit September 2023 sind die öffentlich zugänglich. Wir werden sie drunter verlinken, ja? In Englisch, aber egal. Und ungeschwärzt im Gegensatz zu den RKI-Files. Da drin steht, war seit 104, 140, keine Ahnung, aber durchlesen, viel Spaß. Da steht da drinnen, wir selber, Pfizer, wir wussten nicht, hilft es gegen eine Ansteckung, hilft es gegen eine Weitergabe, hilft es gegen wirklich SARS-CoV-2 generell, also gegen die Krankheit selbst, auch das wussten sie nicht. Und bezüglich Nebenwirkungen tappte man auch noch im Dunkeln. Es gibt auch keine Impfungen, die jemals so gut in Bezug auf ihre Nebenwirkungen untersucht worden sind wie die Covid-Impfung. Das ist das, was in den Pfizer-Verträgen stand. Da muss ich Pfizer verteidigen. Pfizer hat das ehrlich reingeschrieben. Das kann man sagen. Und diese Frau Small, das hat mich ja noch damals so fasziniert, die gefragt wurde von diesem niederländischen Ministerpräsident, wurde es getestet? Ich möchte eine ganz klare Antwort. Und sind Sie bereit, die Dokumente zur Verfügung zu stellen oder sagen Sie nein? Und sie sagte, nein, wir hatten keine Zeit, es musste schnell gehen. And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping humanization before it entered the market? No. You know, we had to really move. Wo ich mich ja schon frage, was haben die denn die Monate davor gemacht? Mhm. Was haben die zusammengemixt, wenn sie es dann noch nicht mal getestet haben, ob das Zeug auch wirkt? Mhm. Und es ist nichts passiert. Es hat keinen Aufschrei gegeben. Die steht da von der Firma Pfizer und sagt, nein, es wurde nie getestet. No. Und das Leben geht es. Die Erde dreht sich einfach weiter. Für mich ist sie stehen geblieben. Ja. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und das Gleiche mit diesen Pfizer-Verträgen, wo aufgedeckt wird, es war alles gelogen. Die haben einen Vertrag unterschrieben, einen Blankovertrag im Grunde, blind. Ja. Und dann, und das finde ich ja so die Frechheit, anstatt die hergehen und sagen, also wir haben da was, wir wissen aber nicht, ihr könnt es probieren, vielleicht hilft es vielleicht nicht, freiwillige Basis. Ja, dann ist auch okay, wenn du selber haftest. Aber zu sagen, wir haben jetzt den Impfstoff, ihr müsst. Aber es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Sei solidarisch. Sonst kriegst du kein Bett, wenn du, oder kein Beatmungsgerät, wenn du krank wirst. Merken, es funktioniert nicht. Dann mit der Bratwurst zu kommen, um zu ködern, merken, ah, funktioniert beim Großteil der Bevölkerung immer noch nicht. Ja? Und dann solche Sachen, wenn du an Corona erkrankst, kriegst du keine Lohnfortzahlung. Und da weiß ich auch, sind viele eingeknickt, weil die Angst hatten, du verlierst deinen Job. Es wird wahrscheinlich auch möglich sein, jemanden zu kündigen, der nicht geimpft ist. Du musst dich täglich testen lassen. Was für eine Schikane, wie man die Menschen schikaniert hat, unter Druck gesetzt hat. Aber tatsächlich wäre das dann so. Dann müssen tatsächlich auch Unbestimmte. Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, indem ich sage, also ihr könnt sonst könnt ihr nicht raus. Für etwas, was man überhaupt nicht
belegen kann, was medizinisch überhaupt gar nicht gegeben war. Es war alles eine reine politische Anweisung und Entscheidung. Richtig. Es waren rein politische Anweisungen und Entscheidungen. Wissenschaftlich war so gut wie gar nichts im Prinzip. Pfizer hat es bewiesen, wenn man es durchliest, es steht ja sogar drin, dass nichts drin steht, kann man sagen. Ne? Und die Politik hat etwas behauptet, was Pfizer selbst nie da reingeschrieben hat. Auch mit Bedacht. Ne? Nur eines haben sie unterschrieben, also nur eine Sache haben sie reingeschrieben, wir wollen immun. Ja, wir wollen immun sein. Jetzt haben Sie gerade diesen Haftungsausschluss selbst angesprochen. Der führt ja dazu, dass die Pharmafirmen in all diesen Gerichtsverfahren sich quasi zurücklehnen können, weil nämlich der Staat das Risiko übernommen hat. Es werden nicht nur die Impfschäden von den Bürgern gezahlt, weil das hat sich Pfizer reinschreiben lassen, auch die Gerichtskosten und Anwaltskosten und auch die Impfschäden, wenn das rauskommen soll, die werden alles, wird alles auf den Bürger abgewälzt. Und da ist der Staat also in die Haftung gegangen. Vielleicht war das auch richtig, denn es ist besser, dass der Staat also haftet, als wenn mit Firmen lange dann Vergleiche oder Prozesse geführt werden müssen. So steht es drin in Verträgen. Ob das irgendwie rechtlich von Belang ist, nicht bös gemeint, das kannst du nicht machen. Das wäre, als würdest du ein Auto machen, dann sagst du, naja, Lenkrad, Airbag, ein Gurt, braucht man nicht reinmachen, denn der das Auto kauft und mit Pferden Unfall baut, ist eh der schuld. Ne? So ist es auch bei den ganzen Vakzinen. Viele werden abgewiesen, viele werden nicht behandelt, viele heißt dann, geh zum Psychiater, das stimmt doch alles gar nicht. Wie schwierig es ist, vom Staat tatsächlich Geld zu bekommen, haben wir ja gerade gesehen. Ja. Alles psychosomatisch. Und wenn man denen mal zuhört, was die haben, wenn die mal anfangen aufzulisten. Daraufhin habe ich eine Art Augeninfarkt gehabt. Ich bin jetzt auf dem rechten Auge fast blind. Meine Leber ist inzwischen geschädigt. Und das Letzte, was ich eben im Dezember gehört habe von einem Arzt, war, dass meine Zellen anfangen, sich zu sterben. Dann stehen sie mit 28 da und wissen nicht, wie lange es noch geht. Wo ich ja schon sagen würde, danke, mir reicht eins. Konzentrationsschwierigkeiten. Das reicht mir schon. Was ist das noch für ein Alltag, wenn du Konzentrationsschwierigkeiten hast? Schlafstörungen, ständig müde, du bist träge, dir ist es alles anstrengend. Und dann kommen ja diese harten Sachen mit diesen tollen Fachausdrücken, die du ja viel besser drauf hast wie ich. Ja, mit dieser Herzmuskelentzündung und diesen ganzen Thrombosen überall, ja auch gerne im Auge, im Gehirn zum Teil, bis hin zum Tod. Richtig. Und die Leute werden beerdigt. Ja, ich sage es mal plötzlich und unerwartet. Wie viele Sportler fallen um? Junge, durchtrainierte Menschen, die das Beste aus ihrem Körper rausholen und selbst die fallen um. Was wäre denn mit mir passiert? Der unsportlichste Mensch der Welt. Ja, und das reicht schon eins. Myokarditis ist eine der häufigsten Sachen, die auch mittlerweile zugegeben werden. Ne? Es gibt noch viel mehr Aborte, Abbruch, Totgeburten, Perimyokarditis, Leberschäden und so weiter. Aber Myokarditis ist sehr bekannt. Ja, und dauerhafte Sache, viele Ärzte, auch Lauterbach hat gesagt, das verheilt ja wieder, das wird alles wieder gut, das passt ja wieder. Nein, so ist es nicht. Wenn das Herz vernarbt ist, ist das Herz vernarbt. Ja. Dazu gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Video, das sage ich nicht, weil es von mir ist, weil der Großteil ist ja aus 5 Stunden Videomaterial und aus etlichen Stunden zum Lesen, zusammengeschnitten auf, ich glaube, 10 Minuten sind es. Meistens schaue ich auf 10 Minuten zu kommen, wo das Ganze richtig schön minutiös aufgegliedert wird. Das werde ich auch drunter verlinken. Übersterblichkeit heißt es. Wir können jetzt selber anschauen, wie die ganz offiziellen Daten vom Deutschen Bundesamt statistisch aufgearbeitet wurden. Und keiner regt sich auf. Übersterblichkeit. Nee, gibt's doch nicht. Gibt's nicht. Untersterblichkeit hatten wir. Aber das war 2020 übrigens. Werde ich auch was einblenden. Es ist von Marcel Barz ausgearbeitet. Und zwar die Jahre von 2016 bis 2022. Und die dicke, fett blau markierte Linie zeigt, die Sterbedaten, Rohdaten von 2020 an, es gab keine Pandemie, auch rechnerisch nicht. Ja, soweit zu dem Thema. Und dann auch noch, wie man mit den Kindern und auch vor allem auch mit den Älteren umgegangen ist. Das ist auch sehr interessant. Willst du einen kleinen Rückblick machen, Jana? Ja, ich habe einen Bekannten, habe ich dir auch schon erzählt, der mir dann erzählte, er hat Monate seine Mutter nicht besuchen dürfen im Altersheim, weil die einen Corona-Ausbruch haben und da kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Bezahlen darf er, gibt seine Mutter irgendwo ab. Selbst natürlich auch geimpft, überzeugt davon, dass die Impfung schützt. Er gibt seine Mutter ab, er zahlt jeden Monat sehr viel Geld dafür, dass die Frau versorgt ist, aber er darf sie nicht besuchen. Wie viele alte Menschen mussten sterben, durften ihre Angehörige nicht mehr sehen oder mussten womöglich auch noch mit ihrer Maske alleine im Zimmer sitzen und sind dann gestorben. Was haben wir diesen Menschen angetan? Genau auch das Gleiche mit den Kindern. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zur Zeit für Covid-19. Wildtiere. Also meine sind jetzt fast 16 und fast
18. Und das war einfach so eine wichtige Zeit. Es ist so viel Zeit genommen worden. Die Zeit, wo sie noch gern was mit der Mama machen, bevor die Mama dann alt und peinlich wird, bevor dieser Übergang ist. Und wir sind nur noch zu Hause gehockt. Wir konnten nicht mehr ins Schwimmbad gehen, wir konnten nicht ins Freibad, wir konnten nicht ins Kino, wir konnten nicht mehr essen, wir konnten keinen Indoor-Spielplatz mehr. Zeitweise durfte man ja sogar draußen die Spielplätze nicht mehr besuchen. Ich habe sie abgesperrt mit Flatterband draußen. Mhm. Ja, das muss man sich mal überlegen, für was? Ohne Begründung. Im Grunde, ohne eine Grundlage dafür, dass das gerechtfertigt ist. Oder dieses schöne Video, wo die Polizei die Jugendlichen jagt, wie die Polizei die Schneepiste hochläuft, wo es die Frau noch auf die Schnauze haut. Ja. Sie haben keine Maske auf, wenn die draußen Schlitten oder Ski gefahren sind. Es haben zum Beispiel auch die psychischen Schäden bei Kindern zugenommen, Suizidgedanken 400%. Das ist bei Kindern, wohlgemerkt bei Kindern, nicht mal bei Erwachsenen, da ja auch. Es gab viel mehr häusliche Gewalt. Im zweiten Jahr war der Anstieg bei 36% mehr häusliche Gewalt. Es war anstrengend. Es war anstrengend. Und wenn du jetzt nicht so schön wohnst, ich habe jetzt ja gesehen, wie schön du wohnst, ja, mit Platz. Aber es gibt ja auch viele, die leben in einer 2-3-Zimmer-Wohnung, zu zweit, zu dritt in einer Stadt, ohne Balkon, ohne Terrasse, in der dritten Etage oben oder irgendwie so. Hatten noch nicht mal einen Hund, dass sie Gassi gehen durften, ja, die wirklich da drin waren. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, wie können die in den Spiegel schauen, doch, dass die das alle mitgemacht haben? Also erstens, das stimmt ja, aber das Ganze hat nur gegolten für den Pöbel. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, nur für den Pöbel. Da gibt es noch das schöne Foto aus dem Flugzeug mit Habeck und Co., während bundesweiter Lockdown war, die da drin, ohne Maske, ohne alles, ohne Abstand. Das ist ein Flugzeug, na klar, da gibt es keinen, also wenig Abstand. Das war in Deutschland jetzt. Da haben wir Österreich genauso schöne Beispiele. Während bundesweit im Lockdown war, gab es die ORF-Gala. Da saß alles, was Rang und Namen hatte und von der politischen Seite war, aber der ORF-Gala nebeneinander, Abstand gleich null, keiner Maske. Nee, stimmt nicht. Ein Kameramann hatte Maske auf, ja. Das war es dann aber auch, ja. Dann gab es noch den Vorfall mit dem Neham auf der Skihütte. Das war auch ganz interessant. Überall der bundesweite Lockdown. Erstes daneben, dann der Kopf an Kopf ohne Maske auf der Skihütte. Dann gab es noch das Beispiel von Van der Bellen, Entschuldigung, von Alexander Sascha Van der Bellen, Bundespräsident mit seinen 370.000 Euro im Jahr. Es war Sperrstunde 23 Uhr. Wen findet man in einem Wiener Lokal mit halb voller Flasche Wein? Um 0.18 Uhr. Ja, Van der Bellen, unseren Bundespräsidenten Van der Bellen. Er hat die Zeit übersehen, ne? Ist klar. Die 30.000 Euro Strafe, die der Wirt zahlen hätte müssen, habe ich später nie wieder gehört. Nehammer, Van der Bellen, ja, Habeck und Co. haben auch dabei gehabt. Also, keiner musste sich an die Regeln halten von diesen Herren. Die haben doch die Regeln gemacht. Ja. Das ist doch schön, oder? Ja, aber draußen durftest du nicht spazieren gehen. Richtig. Dagegen. Draußen. Da sind sie gekommen mit der Hundertschaft und haben das immer alles aufgelöst mit Wasserwerfern, mit Pfefferspray. Gegen die Bevölkerung vorgegangen. Es gab sogar ein Ausgangsverbot für Ehepaare. So absurd gibt es nicht. Ne? Ehepaare durften zu zweit nicht vor die Tür gehen, aber zu zweit im Ehebett schlafen. Okay. Es gab sogar einen Vorfall, da ein dreijähriges Kind hatte Corona und hat es geheißen dann von, das war die Seelsorge am Telefon, sage ich mal, hat es geheißen, ja, abgrenzen, abschotten, 14 Tage, Zimmer und so weiter. Und ein dreijähriges Kind, was. Jetzt wissen wir sowieso länger schon, eine Krippe hat, ja, so mal für 2 Wochen einsperren im Zimmer, alleine, ohne Kuschelaktivitäten, ohne, also Versorgung und das, und Zimmertür durchschieben oder so. Oder, das war also die krankeste, das war eine der krankesten Storys. Aber es wurde Angst gemacht und bei ganz vielen Menschen hat diese Angst gefruchtet, die Angst vor diesem Virus, und deswegen haben sich ja auch viele dran gehalten, haben sich impfen lassen, haben diesen ganzen Kladderadatsch mitgemacht, ja. Und diese Angst sitzt zum Teil heute noch so tief bei denen. Wenn man sich manchmal mit den Menschen unterhält, gibt auch ganz viele, die sagen, die Impfung schützt. Immer noch, ja. Richtig. Immer noch. Ja. Und haben Angst davor zu erkranken. Und jetzt ist plötzlich gar nichts mehr. Man darf sich wieder in den Arm nehmen, man darf beieinander sitzen, ohne Plexiglasscheibe. Da. Ja, überall Plexiglasscheiben waren. Diese Klebedinger auf dem Boden, 2 Meter Supermarktkasse, ja, kommen mir nicht zu nah. Man durfte keine Hand mehr schütteln. Ja. Ja. Man dürfte gar nichts mehr. Ne, das haben wir ja dann teilweise Putin zu verdanken gehabt, wenn man so sagen darf. Das ist ein bisschen Ironie oder Sarkasmus auch dabei, aber stimmt ja auch. Es stimmt total. Der Krieg hat angefangen, da hast du nicht mehr geheißen, das hat der Dr. Daniele Ganz auch so schön gesagt. Vorher Abstand halten, Maske etc. und hin und her und zack, zack, Krieg. Und dann fahren wir so, ihr müsst euch jetzt treffen. Im Moment,
Maske, Abstand. Nee, nee, jetzt müsst ihr euch treffen, es geht so gegen Putin. Und der Virus? Ja, es ist ja zweitrangig, ne? Ist auch nur so eine Sache gewesen, ne? Und dann die bösen ungeimpften Russen. Mhm. Das waren ja dann die ganz schlimmen. Genau, die waren doppelt im Kreuz vorher. Kommen wir mal kurz zu Uschi von der Leyen, die Linden-Uschi. Das war ja auch interessant. Man hat ja mittlerweile schon mitbekommen, es läuft eine Untersuchung gegen unsere, Entschuldigung, gegen eure, ich bin ja Österreicher. Der Spiegel hat schon berichtet, das war am 13.01.2020, ja, hat schon Spiegel berichtet eben, dass die SMS, die ganzen SMS verschwunden sind, mit denen die Uschi, ich sag mal Uschi, wir sind bei du, ne, also die dich ficken wollen, mit denen kannst du bei du sein auch. Da sind wir schon bei du, oder? Ne? Und da wurden ja wurde alles Mögliche bestellt. Unter anderem auch 1,8 Milliarden Impfdosen. Die dritte Bestellung wurde ja von Uschi von der Leyen sogar 25% teurer eingekauft. 35 Milliarden Euro wurden ausgegeben. Mit Albert Bohler wurde das ausgemacht, vom Pfizer eben. CEO vom Pfizer wurden diese Verträge per SMS auch ausgemacht. Und das Krasse fand ich, es war sogar unautorisiert. Sie war nicht autorisiert, aber sie machte es. Danach verschwanden die ganzen Pfizer-SMS. Und darüber hat Spiegel eben berichtet, am 13.01.2020. Wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt 2024, ne? Läuft immer noch nichts. Also jetzt läuft es schon langsam, muss man sagen. Es wird ja aber ausgesetzt. Wegen Europawahlkampf, dass die Frau in Ruhe ihre Werbung machen kann für ihren Wahlkampf. Mhm. Wird das die Wahl ist jetzt im Juni und ausgesetzt wird bis Anfang Dezember. 6. Dezember, richtig. In Kirgisistan zum Beispiel wurde, ich glaube, der Gesundheitsminister war es, oder Präsident, ich blende es ein, wenn ich es finde, wurde verhaftet, weil sie haben gratis Impfdosen bekommen und die haben noch 2,4 Millionen Impfdosen bestellt in Kirgisistan. Ich habe das nur kurz ausgerechnet, die haben das um 7 Euro bestellt, die Impfdose. Bei uns war das schon immer so zwischen 19,50 und 23,50. Die dritte Bestellung von van der Leyen war um 25% teurer und das haben wir schon in Wirtschaftskunde gelernt. Etwas, was du in Massen herstellst, wird in späterer Folge immer teurer, ne? Oder so, egal, ich habe mich da nicht so gut aufgepasst in der Schule. Die waren 25% teurer bei der dritten Bestellung. Hammer eigentlich. Das muss man auf die Zunge so gehen lassen. Ja, aber es ist ja auch viel leichter, wenn ich mit deinem Geld einkaufen gehe und nicht mit meinem. Fremdes Geld mit voller Hose schnell stinken, stimmt. Das hatten wir uns in Österreich, ja. Mit fremdem Geld schön einkaufen. Ja, ja. Stimmt. Da muss man ja dann nicht drauf achten, ob das jetzt 25% teurer oder günstiger ist, ist ja wurscht. Richtig. Sie wollte das unbedingt haben, sie hat es genauso wie die Masken. SMS sind übrigens ewig rückholbar. Ich spreche aus Erfahrung. Ah, okay. Ja. Weil ich durfte ja auch mein Telefon abgeben. Ne? Mhm. Die haben mir Nachrichten zurückgeholt, da konnte ich mich schon gleich mit dran erinnern. Die hatten auch Kontakte wieder zurück. Ja, die van der Leyen hat ein spezielles Diensthandy, ne? Das ist so schon klar, ne? Bei uns in Österreich zum Beispiel, unser Finanzminister mal einen Laptop verloren, ne? Also persönlicherweise ging in dem Fall zum Beispiel die Frau gerade spazieren im Kinderwagen, ist kein Scherz, und der Laptop war auf einmal weg. Aber Politiker fällt das Handy ins Wasser, kann auch passieren, ne? Gerade wenn es brisante Details oben sind. Und hier waren es halt die SMS von van der Leyen, von der Leyen, Entschuldigung. Aber das ist ja auch nur wieder eine, wo nichts passiert. Es passiert ja auch bei Lauterbach nichts, es passiert beim Herrn Spahn nichts, der damals auch zuständig war. Bei keinem in der Regierung passiert irgendwas. Die haben ja alle Narrenfreiheit. Früher ist einer zurückgetreten, hier ein Theodor von und zu Gutenberg, weil er irgendeine Quellenangabe falsch gemacht hat. Ja, das hat ihm seinen Kopf gekostet. Was übrigens Lauterbach angeklagt hat, das möchte ich mal kurz an dieser Stelle auch erwähnen, was Lauterbach ganz öffentlich und hysterisch angeklagt hat im Parlament. Der Herrn zu Gutenberg gilt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Und bei Herrn zu Gutenberg ist so, ich zitiere aus dem Brief an die Universität Bayreuth. Er habe zu keinem Zeitpunkt vorsichtig oder absichtlich getäuscht. Ja, was ist denn das, wenn nicht eine weitere Lüge, die jetzt noch im Raum steht, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das Problem ist doch nicht, dass der Verteidigungsminister betrogen und gelogen hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass er es weiter tut und trotzdem glaubt, im Amte bleiben zu können. Das ist die Wahrheit. Er lügt fortwährend. Er gibt hier eine Geste, er gibt eine Doktorarbeit ab, die ohne dies nicht zu halten wäre. Er gibt etwas ab, was ohne dies weg wäre und kombiniert das mit der Lüge, er habe nie getäuscht und betrogen. Dabei hat er in Reiseführern abgeschrieben. Bei Studenten, bei Politikern, bei Professoren, bei Zeitungen, in der Einleitung, in jedem Teil seiner Doktorarbeit. 20% dieser Doktorarbeit sind nicht echt. Und da will uns der Minister hier erzählen, es habe sich um handwerkliche Fehler gehandelt. Wer glaubt denn das hier im Saal, meine sehr verehrten Damen? Wir lassen uns doch hier nicht zum Narren halten. Und jetzt, wenn man mal nachguckt, was Lauterbach alles von uns also angegeben hat, was nicht schon alles gemacht hat, da sind schon etliche Lücken. Jetzt könnte sich Gutenberg mal revanchieren sagen, mein lieber Kali,
Jetzt bist du dran. Es stimmt weder Lebenslauf noch die wissenschaftliche Basis beziehungsweise die Fördergelder, die du gesagt hast, dass du organisiert hast. Du warst nicht Wissenschaftsleiter, du warst nicht mal, ich glaube, das war nicht mal der Kurs, das war Assistent, ja. Angegeben hat, er war Studienleiter, was auch nicht stimmt. Also hinten und vorne stimmt bei Lauterbach vom Lebenslauf her und vom Abgang her, was nicht alles gemacht hat, stimmt da hinten und vorne nichts. Jetzt könnten sich von und zu guten Werke, ja, mal revanchieren und sagen, lieber Karli, jetzt bist du dran. Ja. Das sieht aber nicht. Die können alles machen und es hat absolut keine Konsequenzen. Und das ist halt auch sowas, was mich ärgert, dass einfach nichts passiert. Dass man schon längst weiß, das ganze Zeug, es war gelogen, die ganze Geschichte war erfunden. Warum? Wissen wir nicht. Aber trotzdem stellt sich der Lauterbach hin und sagt, jetzt letztes Weihnachten, lasst euch impfen. Wenn ihr in der Familie feiern wollt, lasst euch impfen. Zum 28. Mal. Die Impfung schützt. Das hatte von Anfang an geheißen, die Impfung schützt nicht. Was? Okay. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Wenn du dich nicht impfen lässt, bist du nicht solidarisch. Das hat es geheißen. Richtig, ganz genau. Und die prozentuelle Sache beim Impfstoff, gerade bei Pfizer, war aber 95% wirksam, ja? 95% wirksam, okay. Dann ging es runter, so eine 80, 75, 60% und so weiter. Jo. Und dann kann man drauf, okay, gut, aber man hat keine schweren Auswirkungen mehr. Ja, aber ihr habt gesagt, das hilft gegen Ansteckung und Weitergabe. Ja, das war am Anfang, das haben wir nicht gewusst. Ah, okay. Aber die 95% Wirksamkeit, naja, gut, das sind wir schon bei 50%. Da habe ich ein schönes Video zu, mit so Zeitungsartikeln, die gesammelt sind. Hatte ich auch bei TikTok hochgeladen. Mhm. Ging, war in Ordnung. Ein Jahr später schlägt mir TikTok das vor als Erinnerung. Ich lade es hoch in die Story als Erinnerung. Und gesperrt. Das ist eine Kontrollwarnung. Aber das Original, was mittlerweile ja ganz nach unten gerutscht war, ja, das könnte man noch sehen. Das schicke ich dir nachher. Das ist ein sehr schönes Video, wo du immer die Prozentzahl, ne? 99,9, 98, 97, 96 und dann geht das runter auf 20%, wo es schützt und dann Booster und dann hier die indische Studie, die südafrikanische Studie, was weiß ich, welche Studie. Ne? Wir brauchen alle einen weiteren Schuss und dann siehst du die Aktien, also die Verläufe, Aktienkurse, ne? Die nach oben gehen. Ja, die Aktienkurse sind ein paar von den wenigen Sachen, die sich gefreut haben und die Investoren in diese Aktien, ja. Ja. Das ist auch das Wichtigste. Hauptsache impfen lassen, das Zeug muss ja weiter, ne? Ja. Bevor es irgendwie verschimmelt. Aber das ist ja auch so witzig. Man hat zum Beispiel in Österreich jedenfalls, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch war, die Impfstoffe von drei auf sechs Monate war es, glaube ich, von 6 auf 12 Monate verlängert. Das heißt, Ablaufdatum einfach verlängert, während man eben in Deutschland war es auf einem Happen gleich mal 755 Millionen Masken verbrannt hat. Nicht lachen jetzt, weil es Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Bei der Impfung, die kommt in den Körper rein, die wird vielleicht teilweise zweimal verlängert. Bei den Masken, die hat man nur da, also aus Kunststoff von den Fasern und etc., läuft das Haltbarkeitsdatum aus und die lässt man dann verbrennen. 755 Millionen Masken, wobei ich jetzt verzweifle, dass eine Maske 1 Euro gekostet hat. Dann wären das schon 755 Millionen Euro, was bei weitem nicht hinkommt. Und die Vernichtung kostet ja auch wieder Geld. Übrigens, die Vernichtung von Impfdosen hat ja auch dementsprechend viel Geld gekostet. Es wurden ja insgesamt mittlerweile Impfdosen vernichtet im Wert von 4 Milliarden Euro. Das hätte man gar nicht einkaufen brauchen. Es wurden ja über 8 pro Kopf bestellt, in Deutschland schon mal, und in Österreich war es ja auch über 8 pro Kopf an Impfdosen, vom frisch geborenen Baby bis zu dem kurz vor die Kiste hüpfenden Greis. Ja? Also alles, was Kräuchner vielleicht 2 Beine hat und irgendwie menschlich ist, für jeden wurden 8 Impfdosen, knapp über 8 Impfdosen pro Kopf bestellt, in Deutschland genauso wie in Österreich. So viel Vertrauen kann man eigentlich nicht gehabt haben. In Impfdosen, wenn man gleich mal 8 pro Kopf bestellt. Und am Anfang behauptet, na, eine reicht, naja, eine zweite schon, naja, eine dritte, eine Booster, eine zweite Booster, eine, ja. Wenn man sich nach der CDC, nach der amerikanischen Gesundheitsbehörde halten würde, die Empfehlungen, dann hätten wir mittlerweile schon vor, ich glaube, vor 4 Monaten circa, ich habe ein Video dazu gemacht, schon die 9. Impfung. Da kann ich doch gleich, doch, intravenösen Krug anstecken mit 1 Liter, ne, dann mache ich es gleich auf einmal, ne. Aber wo du die Zeiträume genannt hast, wir haben ja unsere Immunität, nee, nicht wir, unsere Immunität wurde über Nacht von 6 Monate auf 3 Monate gekürzt, auch nur für das Volk. Ohne Angabe von Gründen. Und nicht für die Politiker, die waren weiterhin 6 Monate immun. Ja, und das ist doch auch wieder so ein Punkt, wo man sagen müsste, jetzt bin ich wach. Mhm. Jetzt bin ich aufgewacht, weil es ist ja völlig unlogisch. Warum bist du, wenn du im Bundestag sitzt, 6 Monate immun?
und ich als 0815 Michel nur noch 3 Monate. Über Nacht haben so viele ihren genesenen Status verloren. Dann hat man auch gelesen, es gab für 11.000, das wurde schon widerlegt und geheißen und auch unter anderem auch vor Korrektiv. Entschuldigung. Muss ich nur lachen. Bitte bei der Sache bleiben, ja, hier. Ja, Entschuldigung. 11.000 Politiker erhielten eine Ausnahme punkto Impfungen. Es hat nachher geheißen, na, es wurde nur aufgehoben, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Jo, wie kam die generell zu der Ausnahmebestätigung, sich die Impfung später holen zu dürfen, müssen? Am Anfang musstest du dich ja streiten, damit du die Impfung bekommst. Da waren ja alle so froh, dass sie eine Impfung bekommen. Ich habe halt auch nicht verstanden, wo dieses Vertrauen herkam in diese Impfung. Ich habe mir das halt so angeschaut, dieser Virus. Ich kannte jetzt auch niemand, der wirklich schwer an diesem Coronavirus erkrankt ist. Man hat zwar gehört, oh, der und die hat Corona und so, liegt flach. Übrigens für mich das Beste, die Quarantänezeit. Dass wenn die Leute krank sind, dass sie auch bitte mal zu Hause bleiben und nicht mit dem Kopf unterm Arm typisch deutsch zur Arbeit gehen. Ja? Die sind dann zu Hause geblieben. Mhm. Und dann habe ich an einem Tag von 6 verschiedenen Menschen gehört, die doppelt geimpft waren, die sind positiv. Unabhängig voneinander. Und dann da bekam ich dann schon Zweifel und dachte, naja, irgendwie wirkt das ja wohl doch nicht so. Ne? Aber irgendwie stand ich da ja so alleine mit meinen Gedanken, weil die haben mir dann auch noch alle gesagt, Gott sei Dank bin ich geimpft, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich sterben. Sonst wäre der Verlauf ja noch viel schlimmer gewesen und der ist ja schon schlimm. Und wie viele haben sich ein drittes und ein viertes Mal impfen lassen und haben nochmal Corona bekommen und sagen, ja, aber Gott sei Dank bin ich geimpft. Da gibt es Geschichten, so wie die eine, die der Lauterbach da bei der Pressekonferenz, die Blonde, dann erzählt mit Long-Covid, ne, und das, obwohl sie geimpft ist, aber kommt gar nicht auf die Idee, das mal von der anderen Seite zu betrachten, dass sie vielleicht diese ganzen Beschwerden hat, wegen der Impfung. Genau, ja? Richtig. Und seitdem hat sie auch Probleme, man hat es Long-Covid genannt eben, ne? Da muss ich kurz was einwerfen bezüglich Long-Covid, habe ich auch mal einen Bericht dazu gemacht auch, der Thomas Mertens von der STIKO, der Typ mit Rauschebart und Brille, hat ja übrigens auch mal in einer Talkshow gesagt, er würde denen raten, die glauben, einen Impfschaden zu haben oder die einen Impfschaden haben, das zu verschweigen und einfach zu sagen, es ist Long-Covid, denn dafür gibt es ja Gelder. Da wird dir geholfen. Wenn du sagst, du hast aber Impfschaden, dann wird dir nicht geholfen, denn für diesen Part gibt es auch keine Gelder. Und einmal gab es eine Sendung, ein Talk, muss ich sagen, da saß eine 28-Jährige mit einem definitiv diagnostizierten Impfschaden neben ihm. Das ist schon Hammer. Puh. Diagnostiziert. Nicht nur in Marburg, nicht nur von einem Hausarzt, sondern auch vom Robert-Koch-Institut. Ich habe einen Impfschaden. Ich bin nach der Impfung 2 Tage danach schwer krank geworden. Und um gleich zu entkräften, das könnte etwas anderes sein. Man hat alles andere bei mir getestet. Man hat alles ausgeschlossen. Das Paul-Ehrlich-Institut persönlich hat mir ein chronisches Fatigue-Syndrom nach Impfung diagnostiziert. Die Rentenversicherung kommt zur Auffassung, dass ich das habe. Der Spezialist an der Uniklinik Marburg kommt zu dieser Auffassung. Thomas Mertens sitzt neben ihr. Und hat auch noch etwas Ähnliches, das kann ich nicht mehr wortgenau wiederholen, aber hat auch gesagt, man muss da sicher gehen, ob das wirklich davon kommt, dass sich die Wissenschaft noch nicht einig. Es gibt auch in der Medizin, und zum Beispiel nicht von der wissenschaftlichen Medizin, sondern von der klinischen Medizin, keine bisher gültige Falldefinition. Und es ist natürlich recht schwierig, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wenn nicht scharf definiert ist, was wovon wir eigentlich sprechen. Das ist das Hauptproblem. Was mich gewundert hat, man war sich damals sehr wohl einig, dass die Impfung fast ohne, also gänzlich ohne Nebenwirkungen, wie Lauterbach auch gesagt hat, nebenwirkungsfrei hilft. Das hat man damals schon gewusst. Jetzt ist man sich aber nicht sicher, wo man jetzt sagt, das ist ein Impfschaden, das nicht. Den Leuten geht's beschissen, die haben teilweise Blutdialyse, also wirklich, das sind meistens mindestens 10 Sitzungen, bei den meisten, was ich rausgehört habe, kosten mittlerweile um 2.500 bis 3.000 Euro. 10 Sitzungen, ja, 25.000, 30.000 Euro. Ohne extra Therapien, ohne extra Medikamente. Das kann sich fast keiner leisten. Ja. Und deswegen werden mit Sicherheit auch viele sagen, gut, dann ist es halt nur Covid, dann hat mir geholfen. Und für die Statistik passt es ja auch, ne? Ja, und ich erinnere mich auch an einen Ausschnitt von diesem Herrn Mertens, wie er gefragt wurde, ob er sein 12-jähriges Kind impfen lassen würde. Und dann sagte er, nein. Mhm. Und eine Woche später sagte er, und wenn man ihn genau anschaut, sieht man die Tränen in den Augen. Ja, er würde sein 12-jähriges Kind impfen lassen. Und da habe ich mich gefragt, mit was wird dieser Mann unter Druck gesetzt, dass er das sagt? Und da muss ich jetzt auch an die ganzen Prominenten denken, die da mitgemacht haben, mit lass dich impfen.
Günther Jauch zum Beispiel oder Howard Carpenter. Simon, Jan Delay, Mira Rani. Eigentlich so alle außer der Wendler und die Nena, oder? Die verjagt wurden. Ja. Ne? Warum? Dann Nena nehme ich das. Hier deine Lieblingsdame, hier die Frau Bossetti. Ah, ja, die magst du ja ganz besonders. Oh ja, die mag ich. Lindern der Gesellschaft ist ja nicht so wichtig, auf den können wir verzichten. Mhm. Warum haben die sich alle dafür begeistern oder kaufen, ich weiß nicht, wie die richtige Formulierung ist, begeistern oder kaufen lassen, dafür so Werbung zu machen für etwas, was sie selber nicht wissen? Also ich würde es mit zwei Worten sagen, entweder erpresst oder gekauft, so würde ich sagen. Begeistern würde Erpressung, also begeistern würde ja kaufen mit einschließen. Also entweder erpresst worden, Thomas Mertens mit Tränen in den Augen, wie du sagst, oder gekauft. Man, es sind sicher manche überzeugt davon, dass das Zeug so hilft. So, ich bin geimpft. Dritte Mal ist nichts passiert. Keine Frage. Es gibt mit Sicherheit genug, die daran glauben. Aber ist beim Glauben so das? Glauben kann ich an alles. Ob ich jetzt an Allah glaube, ob ich jetzt an Gott glaube, Shiva, Hinduismus. Glauben kann ich an alles. Ne? Nur mit der Beweislage ist es so. Und da halte ich mich schon gerne an die RKI-Files. Denn die haben genug gewusst. Und das im Vorfeld. Die haben zum Beispiel gewusst, dass Influenza mehr Tote hervorbringt wie Corona. Das haben sie gewusst, das steht auch in den RKI-Files. Unabstrittlich, das hat das RKI geschrieben. Robert Koch-Institut hat Schwurbler beschäftigt. Hammer. Die haben zum Beispiel gewusst auch, das war am 8.1.2021, dass man sich vom Narrativ der Herdenimmunität durch Impfung verabschieden kann. Das haben sie am 8.1. schon gewusst. Und am 8.2., genau einen Monat danach, haben die auch schon gewusst, die lokale Virenvermehrung, Verbreitung lässt sich nicht aufhalten. Das heißt, auch da heißt es dann, ja, du schützt dich und andere, war von Anfang an gelogen. Das haben die gewusst. Das haben generell Politik immer behauptet, also generell Dinge behauptet, die nie von irgendwem bestätigt oder gesagt worden sind. Ich erinnere nur mal an die Antwort von der EMA, der European Medicines Agency, vorgelesen, da gibt es ein schönes Video auch bei mir im Kanal, das Originalvideo und auch ein Video mit dem Originalvideo und meinem Senf dazu von Marcel de Graaf. Der hat das vorgelesen. 7 EU-Abgeordnete von Niederlanden war es, glaube ich, ja, haben eben an die EMA geschrieben, die möchten eine Medikamentenaussetzung haben, weil es viele Todesfälle gibt und generell Probleme mit der Impfung. Die EMA hat geantwortet. Die EMA hat geantwortet, ja, erstens, wir wissen, dass sich wir nicht aufhalten lassen. Es war auch nie gedacht, so stand es auch drin, es war nie gedacht, dass die Infektionskette unterbrochen wird, Punkt 1. Und es war auch nie für unter 60-Jährige gedacht, diese Impfung. Nur mit Absprache, also in Absprache mit Arzt und gewissen Voraussetzungen, hat man gesagt, macht diese Impfung vielleicht mit dem Vorerkrankten Sinn für diese jeweilige Person, aber nicht für alle. So, es gab dann die Impfpflicht. Das war ein bisschen different wieder. Es war ja, also die Zulassung war schon ab dem 6. Monat. Impfpflicht war dann ab 18, glaube ich. Es wurden Gesundheitssysteme, Alten, Pflegeheime und so weiter, solche Institute mit Impfpflicht auch, brauche ich in Deutschland noch, gesetzt. Genauso wie auch Bundeswehr. Ist ja heute noch aktiv. Ja. Heute noch. Da kämpfen heute wirklich heute noch Leute vor Gericht, die sonst was schon unehrenhaft entlassen worden sind. Degradiert kann man sagen, also diffamiert. Zwangsstrafen, die Verfahren laufen heute noch, auch mit dem heutigen Stand des Wissens. Also mit dem heutigen Stand des Wissens. Und es ist auch immer noch eine Ärztin in Haft. Jetzt immer noch 2 Jahre fix, ohne Bewährung. Musste sitzen, weil die Maskenatteste noch Unfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt hat. Und das mit dem jetzigen Wissen, wo man jetzt weiß, Masken sinnlos, schaden mehr, als was sie nutzen, besonders bei Kindern. Kleineres Lungenvolumen. Auch die Impfung, was man jetzt weiß, nicht bös gemeint, da gibt's Schäden. Das ist kein, naja, einer von 3 Millionen, sondern das ist viel häufiger. Da kann man keinen zwingen dazu. Wenn du Pech hast, russisches Roulette, da wischst du halt eine Kugel. So ist es. Und die verlangen das immer noch und die sitzt auch immer noch im Gefängnis. Und trotzdem wurde ja das Alter für die Impfung immer weiter herabgestuft. Ne? Neulich habe ich dich noch gefragt, ab 5, 6 Monaten? Ab dem 6. Monat, ja, war das dann. Empfohlen ab dem 6. Monat. Schwangere sollten sich impfen lassen. Ja, ich weiß noch, ich bin im September im Auto gesessen mit meinem Sohn, hörte ich im Radio, die Schwangeren können sich impfen lassen, völlig gefahrenfrei. Es wurde ja aber erst seit Dezember, Januar überhaupt geimpft. Und zwar auch nur die Alten, mit denen hat man ja angefangen. Ja. So, wenn ich jetzt grob überschlage, Schwangerschaft, so 40 Wochen, 9 Monate, jetzt haben wir September. Woher wollten die das denn wissen? Dass die Schwangeren
keinen Schaden davon tragen, beziehungsweise dieses ungeborene Baby. Und trotzdem hat man es gemacht. Und dazu müsste man eines mit einberechnen, und dazu hat die Zeit generell gefehlt. Man müsste die 9 Monate berücksichtigen. Ich kann einen Test machen bei Schweinehörnern, muss über 9 Monate warten. Das Kind muss mal auf die Welt auch kommen. Also die Zeit ging sich davon alleine schon nicht aus. Nee, aber man hat's behauptet, mhm, und irgendwie hat es auch keiner hinterfragt. Wie die da drauf kommen, das jetzt zu behaupten und zu empfehlen. Und man hat diese Spikes dann auch in der Muttermilch gefunden. Man hat immer, weil die Spikes, die können sich im ganzen Körper verteilen, in jedem Organ. Ich sage mal, in nahezu jedem Organ, ich glaube jedes Organ, aber besser mal die Wahrheit, nahezu jedem Organ, vom Gehirn bis zur Leber bis zur Suchte irgendwas aus. Kann überall hinkommen. Gibt da dementsprechend Impfschäden. Da möchte ich kurz mal auf die Frau König, auf die Katharina König, zu sprechen kommen. Jana hat ja schon mal geschrieben. Mal gucken, ob sich da was ergibt. Jedenfalls die Frau Katharina König, die hat ja insgesamt bei 18 Kliniken angefragt, wurde von allen abgelehnt. Kommen wir mal zum Schaden. Frau Katharina König, die zweite Impfung, das war im Jahr 2021, gleich direkt Schlaganfall. Ja, flachgelegen, wunderbar, blind auf einem Auge für 2 Jahre, 2 Jahre lang Seitenausgang gehabt. Hat bei 18 Kliniken angefragt, alle haben sie abgewiesen, manche sogar mit den Worten, Frau König, wir wissen, Sie haben einen Schaden, werden Sie nicht behandeln, wir dürfen nicht. Geht nicht. Sie hat sogar eine Klinik in Polen besucht, auch da wurde sie abgewiesen. Es wurde oft auf psychosomatisch geschaltet. Ja, blind am Auge ist psychosomatisch, wenn ich nichts mehr sehe, ist klar. Mikrothrombosen kennt man ja nicht, ist schon logisch. Ihr wurde die Milz entfernt. Sie hatte Nierenversagen, ihr wurden, ich glaube, 3 Meter waren es, Darm entfernt. Wie gesagt, dadurch auch zwei Jahre lang Seitenausgang. Das ist ein schönes Leben eigentlich dann. Und dann wird immer wieder gesagt, boah, es ist nur in deinem Kopf, ach, die Partelle, was da fehlen oder so. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und die hat jetzt wirklich, das ist mittlerweile eine verbitterte Frau. Ich kann es dir nicht verdenken, falls du das auch guckst. Ich bin voll auf deiner Seite. Glaube ich mal nicht, aber egal. Ich wäre auch ziemlich pisst. Mein Leben ist im Arsch. Und jeder verjagt dich. Sie hat aus der Haut geblutet, sie ist aus den Augen geblutet, ist das Blut über den Rücken runtergerannt. Sie hat sich aber auch alles aufgehoben. Sie hat die ganzen Unterlagen, sie hat das angefordert und sie hat es dann teilweise auch erstritten, auch bekommen. Die war teilweise wirklich ein Jahr öfter im Krankenhaus wie zu Hause, ne? Wenn ich mir so rein das Optische, was ich noch vor mir habe im geistigen Auge, wenn ich die ganzen gelben Fältchen sehe, wie ich sie das markiert habe, was im Krankenhaus war und was zu Hause, da fehlt es nicht mehr viel, ne? Ja. Dann heißt es nur, das ist nur im Kopf, ist schon klar. Bildest du dir bloß ein. Also ich weiß auch, als ich sie das erste Mal gesehen habe im TikTok, da dachte ich, oh je, die Frau wird bald sterben. Mhm. Ja. Mittlerweile hat sie sich erholt, Gott sei Dank. Aber so mein Eindruck ist, die lebt eigentlich nur noch, bis sie weiß, dass die alle hinter Gittern sitzen. Und das wird ja dann wohl noch so 4 bis 5 Jahrzehnte dauern. Also hat sie doch noch ein langes Leben vor sich. Mhm. Bis das irgendwann vielleicht mal aufgearbeitet wird, was da aufgearbeitet werden soll, weil es hat ja keiner Lust drauf. Ne? Der Herr Söder zum Beispiel sagt ja auch, nee, lassen wir was beschäftigen wir uns jetzt noch damit. Ist doch alles gut. Und warum interessiert es die Ungeimpften viel mehr, haben größeres Interesse daran, dass jetzt immer alles auf den Tisch kommt, während die Geimpften, also so ist es in meinem Umfeld, so viel vergessen. Ja. Sie vergessen, wie Kinder ausgegrenzt wurden. Wie Kinder, wir hatten es vorhin ja drüber, im Kindergarten in Quadraten saßen, wie die Alten alleine gestorben sind, wie man nicht mehr da rein durfte, wie man hier hingegangen ist, guck, das ist mein QR-Code. Die haben mit einer Selbstverständlichkeit, du wolltest Klamotten kaufen gehen. Du hast nicht mal was sagen müssen, die meisten haben schon von der Ferne. Mit einer Selbstverständlichkeit, das war alles so normal geworden, mit Maske noch auf der Nase. Die interessiert das irgendwie gar nicht mehr. Da sind Angehörige gestorben, wollte ich vorhin noch erzählen, unser Sheriff, 4-mal geimpft. Okay, ja. Ist im Dezember gestorben, ne? Ah, ja. Hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Den hatte ich sehr gerne. Der hat mir auch nie einen Strafzettel gegeben. War ein ganz netter Mensch. Wirklich, ist nicht mehr. Ja, Postmortem können Sie ihn eh nicht verklagen. Das darf sie jetzt sagen, ne? Blasenkrebs. Ja, krass. Ja, krass. Sorry. Ging sehr schnell. Ja. Ging sehr schnell. Und das hat ja der Lauterbach aber ja auch schon gesagt. Es werden jetzt sehr viele an Krebs erkranken. Ja, dafür gibt es, ne? Jetzt gibt es auch eine Impfung gegen Krebs. Ja, wunderbar. Super. Zuerst, sag ich mal jetzt, Turbokrebs gibt es erst seit kurzem. Der Anstieg war bei 443% seit Impfbeginn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt gibt es eine Impfung gegen Krebs. Das ist so wunderbar. Also man macht eine Impfung. Meines Erachtens werden gewisse Sachen ausgelöst dadurch.
Und dann erfindet man eine Impfung gegen Nebenwirkungen von der Impfung. Habe ich es richtig gesagt? Der Rubel muss rollen. Okay, das war's, ja. Mit kranken Leuten verdient man mehr Geld wie mit gesunden Leuten. Tote bringen auch nichts, die Kippe dazwischen, das muss immer passen. Was aber auch noch erwähnenswert ist, sind die Nebenwirkungen, die verschwunden sind bei der EMA. Ne? Ja, richtig. Die EMA hat über 81.000 Nebenwirkungen von der Datenbank gelöscht. Das war ganz witzig. Ich habe einen Bericht darüber gemacht, ein Video. Und auch das wurde gelöscht. Und das ist witzig. Es wurde das gelöscht, was über was berichtet, was gelöscht wurde. Ja, ja. Die dürfen das aber. Kein Problem. Es wurde auch zum Beispiel, wenn man ausgeht, Nebenwirkungen. Da war auch bei Katharina König. Nebenwirkungen. Da gibt es ja ein paar, ich kenne selbst genug, die wenigsten amtlich anerkannt, das ist das Problemchen, wobei man sich sehr sicher ist. Und Nebenwirkungen gab es ja auch, ganz kurz gab es ja was vom Paul-Ehrlich-Institut. Das war doch schön. Paul-Ehrlich-Institut ist gesetzlich dazu verpflichtet, ist ja auch von Steuergeld bezahlt, die Krankenhausdaten von Krankenhäusern einzuholen, zu verarbeiten und ja, danach zu analysieren und danach wiederzugeben. Ich glaube, das letzte Mal war vor, boah, lass mich lügen, 2,5 Jahre. Die letzten Daten vom Paul-Ehrlich-Institut, was die Impfnebenwirkungen betrafen, waren bei 33.492. 50.833 davon schwer. Da reden wir jetzt von Rollstuhl und so. Was hat man gemacht? Ah, man hat weiter Werbung gemacht, hat das verheimlicht. Also der eine Bericht war noch, danach kam nie wieder was und hat weiter geimpft. Auch bei der CDC, die US-Gesundheitsbehörde CDC, ist vor kurzem geklagt worden, nämlich immer wieder an die RKI-Files, die auch durch Steuergeld bezahlt worden sind. Und die mussten dann Dokumente freilegen, die bestätigen, dass kurz nach Impfbeginn über 780.000 Impfschäden eingegangen sind. Tja, was macht man? Na, man verschweigt das Ganze, macht weiter Werbung und verimpft. Ist kein Problem. Wenn man das zurückdenkt, dann kommt der Ganzskandal. 1957, das sind die mit den kurzen Händchen und ja, Beinchen von den Kindern, 1957 bis 1961. Es kam im Oktober 1957 auf den Markt, das waren Schlaftabletten explizit für Schwangere zum Einnehmen. Komplett ungefährlich, wie Lutschgummis und so, aber überhaupt kein Problem. Haben sie gesagt, wunderbar. Toxikologisch gesehen ungiftig. Die Werbung verspricht, das Wundermittel hilft gegen Schlaflosigkeit, innere Unruhe und sogar Kontaktschwäche. Auch Schwangerschaftsübelkeit soll es beheben. Dabei sei Contergan völlig ungiftig, harmlos wie Zuckerplätzchen. Dann gab es doch ein paar Schäden. Gerade mal unter Anführungszeichen 5.000 Betroffene in Deutschland, 10.000 weltweit. Jo, 1958 haben wir das erste Mal im Parlament darüber diskutiert, ob das vielleicht zusammenhängen könnte, die Contergan-Tabletten mit eben diesen fehlenden Organen oder verkürzten Gliedmaßen oder teilweise toten Babys. Ja, da wurde noch ein bisschen gewartet. Nochmal drei Jahre später, also 1961, wurde es dann vom Markt genommen. Und das gerade bei, wie gesagt, 10.000 weltweit. Wenn man jetzt vergleicht, das Paul-Ehrlich-Institut, die letzte Meldung, die sie gemacht haben, bevor sie es eingestellt haben, 333.492 Impfschäden hatten, 50.833 davon schwer. Und die US-Gesundheitsbehörde CDC verklagt wurde, dass sie die Dokumente rausrücken müssen, dass kurz nach Impfbeginn über 780.000 Impfschäden eingegangen sind. Denken wir, ja, da hat man schon ein bisschen länger gewartet. Ne? Der Rubel rollt, wie du sagst, mit Impfungen verdient man ja Geld. Auch wenn Lauterbach am Anfang gesagt hat, also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel. Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Nachher ist geheißen. Das ist die nächste Lüge. Ja, das hat er zweimal gesagt. Man wird nicht reicher, die Pharmakonzerne werden nicht reich mit Impfungen. Und dann ein schönes Video, gleich einen kurzen Satz daneben, also dahinter geschnitten. Erstmal, die Gewinne waren ja exorbitant, hat's geheißen. Die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. What? Nein, doch. Na was jetzt? Ich kenne mich nicht mehr aus, ne? Und dann kann man die nicht mehr belangen dafür. Was gibt's denn bezüglich der Sicherheit noch? Du hast ja eine ganze Liste an Stichpunkten, um dich auf heute vorzubereiten. Was fehlt noch? Was haben wir noch nicht? Tja, was mir auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die DNA-Verunreinigung. Man wusste das. Es gibt eine WHO-Vorgabe von, ich glaube, 10 Nanogramm sind das. Und der Dr. Jürgen Otto Kirchner hat in Magdeburg eine DNA-Überprüfung machen lassen. Es wurden 7 Chargen eingeschickt. 2 davon waren allerdings schon offen, die galten ja nicht. Okay, aber es waren 5 geschlossen dabei.
Und die DNA-Verunreinigung war so extrem hoch, die kleinste Überschreitung von der DNA-Verunreinigung, wohlgemerkt von der WHO ist die Norm gesetzt worden, war bei 83-fachen. Und die höchste DNA-Verunreinigung-Überschreitung war bei 357-fachen. 354-fachen. Die DNA-Grenzwertüberschreitung von der WHO. Das sind gigantische Überschreitungen von einem Grenzwert für ein wirklich sehr bedenkliches Arzneimittel. Und dieses Arzneimittel wird nach Daten, die die australische Zulassungsbehörde veröffentlicht hat, im ganzen Körper verteilt, unter anderem in die Eierstöcke. Wir haben Beweise vorbereitet, die wir gerne an Sie ausgeteilt hätten. Das wurde uns von der Vorsitzenden untersagt. Wenn jemand die Beweise sehen will, kann er das auf meiner Website tun, www.genimpfstoffe.de. Das war übrigens privat, das heißt, das hat der Dr. Jürgen Otto Kirchner selbst initiiert, ansonsten wäre es nie zustande gekommen. Das erinnert mich an die Obduktionen. Es wurden auch keine Obduktionen gemacht, auch in Bergamo schon nicht, es wurden keine Obduktionen gemacht. Wenn dann höchstens, in den meisten Fällen, wenn dann höchstens in privater Natur, dann muss man schon dementsprechend nachstellig sein, muss man sagen, damit die, damit das auch gemacht wurde. Denn von alleine kam da nichts. Da gibt es auch einen Fall über einen 71-Jährigen, glaube ich, war das, das Enkel und die Frau wollten halt, nach der Impfung war das, dritte Impfung, glaube ich, da gibt es auch einen Bericht auf NDR, wollten eine Obduktion haben. Ja, nachher hat es geheißen im Bericht, das wurde zu spät gemeldet. Das stimmt nicht, nachweislich eine Lüge. Dann hat es geheißen, der Patient wurde schon, oder der Tote wurde schon überstellt, auch eine Lüge. Es wurde dann eine Obduktion noch gemacht, irgendwie haben sie es zusammengebracht, in eigener Eigenkosten, ich glaube, das waren 5.000 Euro, wurde eine Obduktion gemacht und es wurde nachweislich das Problemchen gefunden. Es war die Impfung, holala. Sobald das Wort Impfung im Zusammenhang mit Erkrankung oder dem Tod steht, wird gleich sofort gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Dieses Tabu auch, wen immer wir das andeuteten, wir wurden nicht gehört. Fast von keinem. Im Bericht der Charité heißt es sogar, eine Obduktion wird nicht gewünscht. Als die beiden das lasen, waren sie geschockt. Wir wurden dazu einfach nie befragt. Aber es steht jetzt, wie wir wissen, schwarz auf weiß hier drin, es ist keine Obduktion gewünscht. Also sie haben etwas behauptet, was nicht stimmt. Die Charité schreibt dazu, die Familie hätte erst einige Tage später eine Obduktion gewünscht. Zu dem Zeitpunkt war der Leichnam aber bereits an ein Bestattungsunternehmen übergeben worden. Ob die Charité dann das Unternehmen informiert habe, ließe sich nicht mehr aus den Akten rekonstruieren. Mutter und Tochter ergriffen selbst die Initiative und ließen den Verstorbenen auf eigene Kosten hier in das Klinikum Dresden-Friedrichstadt bringen. Am Institut für Pathologie wird der 76-Jährige obduziert. Dabei findet nicht nur eine Leichenschau statt, sondern auch das Gewebe aller großen Organe wird untersucht. Laut Autopsiebericht hatte der 76-Jährige tatsächlich eine Lungenentzündung, die zum Tod geführt hat. Als wesentliche, zum Tode beitragende Erkrankung fand sich aber auch eine Enzephalitis, eine schwere Entzündung im Gehirn. Hinzu kamen eine Vaskulitis, eine Entzündung der Blutgefäße, ebenso eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Diese Erkrankungen seien Folge der Impfung. Im Bericht heißt es, eine mit zum Tode beigetragen habende Arzneimittelreaktion ist somit wahrscheinlich. Es wurden viele Obduktionen einfach nicht gemacht. Man wusste es einfach nicht, weil man es nicht gemacht hat, weil man es verhindert hat. Das sage ich jetzt so und bin auch überzeugt davon. Der Arne Burkhardt hat aber auch ein paar Obduktionen gemacht. Ne? Und hat Arne auch, Burkhardt, ja. Du hast die Ergebnisse bestimmt im Kopf, was der hat ja auch bis zum Schluss, ne? Leider schon verstorben, aber der hat auch bis zum Schluss mit dem Bhakti zusammen und mit dem Ronny Weigel, gekämpft. Und denen wurde so viele Steine in den Weg gelegt, die versucht haben aufzuklären und immer wieder darauf hingewiesen haben, wie gefährlich das Ganze ist. Und wie es eigentlich wirklich wirkt, dass es in die, der Bhakti hat das so schön erklärt, mit der Mutti in der Küche, die immer das gleiche Rezept kocht, die Zelle. Ja. Und jetzt wird das Rezept ausgetauscht und sie produziert halt, oder sie kocht und backt eben nicht mehr das, was sie die ganze Zeit gekocht hat, nämlich ihre weitere Zelle, sondern eben diese Spike-Proteine. Mhm. Ne? Und wie lang, weiß keiner. Wann die aufhört, weiß keiner. Richtig. Wie viel, weiß keiner. Und es bekam jetzt ja so ein gestandener Mann wie du und ein 10-jähriger Junge das gleiche Zeug. Da wurde nicht unterschieden vom Alter, auch für Babys, was ich weiß nicht. Wurde nicht unterschieden vom Alter. Jeder bekam die gleiche Dosis, von klein bis groß, von jung bis alt. Das ist korrekt. Arne Burkhardt, Gott habe ihn selig, hat gute Arbeit geleistet.
hat das auch wunderbar, eher medizinisch natürlich auch erklärt. Und er hat auch gesagt, man kann meinen Kollegen auch nicht richtig böse sein, denn wenn man nicht weiß, wonach man sucht, findet man das, worum es hier geht, auch relativ schwer. Und deswegen mache ich auch den Kollegen, die hier bestimmte Dinge übersehen haben, gar keinen Vorwurf. Es ist eben so, wir haben hier ein toxikologisches Problem vor uns und nicht ein einfaches sozusagen medizinisches Problem. Und toxikologische Probleme gehören eigentlich in die Rechtsmedizin, nur die untersuchen eben den Magen oder die Gewebe oder die Flüssigkeit, die Körperflüssigkeiten. Aber hier ist ein Gift ja am Werke, welches vom Körper selber gebildet wird. Das heißt, man muss tatsächlich nach diesem Gift in den Geweben suchen. Und genau das war ja unser Streben. Und da, dass man natürlich die natürliche Infektion ausschließen muss, ist sowieso klar. Das wurde ja auch schon hier zum Ausdruck gebracht. Dieses Bild verdanke ich Herrn Mörz. Und Sie sehen hier, dass als erstes haben wir nachweisen können, dass tatsächlich das Spike-Protein im Muskel produziert wird, dort, wo es injiziert wird. Und das war damals das Dogma, nur dort wird es produziert. Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir eben nachweisen konnten, dass das in fast allen Organen und Zellen unter Umständen vorkommen kann, speziell in den Endothelien. Es hat sich das bestätigt, was Susharit Bhakti auch prophezeit hat. In fast jedem Organ kannst du das finden. Die Spike-Produktion übrigens, das stimmt. Da hat sie geheißen, oh, die ist noch ein paar Tagen weg, dann ja, nach zwei Wochen. Man hat einen Test gemacht. Ich glaube, da ging nur ein Jahr. Man hat dann einfach nicht mehr weitergemacht. Würde wahrscheinlich heute noch produzieren, das ist nicht übertrieben. Hat bis zu diesem Tag jedenfalls, über ein Jahr, glaube ich, war es knapp oder so, immer noch produziert. Man hat dann einfach nicht mehr weiter geforscht, ob es noch weitermacht. Es wird wahrscheinlich immer noch anhalten. Gerade Herr Bhakti, der vorher so gelobt wurde, der immer auch mit Preisen hatte er ja mehrere und dann auf einmal just und quasi verjagt und er hat nichts zu sagen und Schwurbler und Aluhutträger und vorher immer hochgelobt, und, ja. Vorher hochgelobt und nachher fallen gelassen. Stefan Hockerts zum Beispiel, Dr. Professor Stefan Hockerts ist sogar in die Schweiz geflohen, weil er die Wahrheit gesagt hat. Das war am 24.03.2020, wenn man sich das anhört, das ist ein 13-minütiger Bericht, aber wenn man sich das anhört, glaubt man, der redet jetzt gerade aktuell. Das ist das aktuelle Wissen, was wir haben. Der hat das damals schon gesagt, am 24.03.2020 und ist so, Hausdurchsuchung, alles drum und dran, also malträtiert worden, dass in die Schweiz abgehauen, zum Glück auch, ihm gefällt es ja auch dort, weil er die Wahrheit früher erkannt hat und ausgesprochen hat. Aber da wurden Veterinäre herangezogen anstatt Immunologen. Und richtige Immunologen, so wie Stefan Hockerts auch, unter anderem auch einer ist, die wurden diskreditiert und im Prinzip ja aus dem Land gejagt, kann man schon sagen. Dazu auch das schöne Beispiel von uns in Österreich. Die Frau Caroline Eschstadler hat ja, der Spruch kennt, glaube ich, jeder, auch gesagt, ab der Impfpflicht, wenn die in Kraft tritt, ist es ja eigentlich illegal, sich in Österreich ungeimpft aufzuhalten. Es könnten auch rechtliche Konsequenzen daraus erfolgen, man könnte auch gekündigt werden. Aber dann, das ist Erpressung, das ist Nötigung, das ist Diffamierung, mit einem Nichtwissen. Das ist eigentlich unglaublich, dass es passiert. Da gibt es die Videoausschnitte, zum Glück sind die noch immer online verfügbar. Und bezüglich dem möchte ich auch auf eines noch kurz hinweisen. Bei uns in Österreich gab es ja den Sebastian Kurz, der eine noch gewählte Bundeskanzler. Danach kamen ja noch zwei. Wir hatten einen Amtstausch, das war schon so wie beim Jonglieren, schneller geht's nicht, nach dem Motto. Es kam der Alexander Spaltenzwerg, wollte ich schon wieder sagen, Schallenberg, Alexander Schallenberg, wurde der zweite nachgerutschte Kanzler, Kurzzeitkanzler übrigens. Danach kam Bundeskanzler Nehammer, auch nicht gewählt, auch nur nachgerutscht. Wir hatten drei Kanzler in relativ kurzer Zeit, das in Österreich. Und komischerweise, als Sebastian Kurz weg war, haben sich die nicht verdünnisiert. Es gab Personen, die gesagt haben, eine Amtszeit gibt es nur unter Sebastian Kurz und die haben das auch sogar unterschrieben. Das war ein Bundeskanzler Nehammer, das war eben jetzt der jetzige Außenminister Alexander Schallenberg, das war die Susanne Raab für die Mediengestaltung, Medienministerin, der Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und die Ed Stadler, die war noch Bundesministerin, also die Verfassungsrichterin sogar, war sie mal, war eine Richterin und die hat mit so unmenschlichen Methoden gefuhrwerkt, ja, darauf bestanden, die war auch gegen die Chat-Offenlegung übrigens.
muss man auch so nebenbei erwähnen, was ja auch die Ursula von der Leyen mit einschließt, Chat-Offenlegung. Und da war der berühmte Spruch bei ihr, das weiß ich nicht einblenden, das kann ich so auch noch sagen, hast du, würde dir das gefallen, wenn jeder weiß, wie viele Smileys du wie oft versendest, was du schreibst, wo du warst? Nein, das würde mir auch nicht gefallen. Ja, bei meinen SMSen oder WhatsApp, ja, geht es auch nicht um Millionen oder Milliarden Steuerbeträge. Ich erinnere mich, als ich im Dezember 21, ich glaube, es war Dezember, nach Salzburg musste. Und ich hatte mich so gefreut auf das Hotel Sacha. Auf die Grenze auch? Ich kam ja dann gar nicht so weit. Ja. Ich sollte donnerstags anreisen und habe es samstags inoffiziell und montags war es dann offiziell, ich darf nicht mehr nach Österreich. In Österreich gilt 2G. So, also habe ich im Sacha angerufen, habe wieder storniert, habe dann eine Ferienwohnung auf der deutschen Seite gefunden, bin dann mit dem Taxi, das habe ich mir dann gegönnt, rüber. Gott sei Dank ist das Salzburg direkt an der Grenze. Aber ich bekam ja auch nirgendwo was zu essen. Stimmt, das war das Nächste. Du durftest ja ohne Vorweis, ohne Test, ohne sonst etwas nicht essen. Und Lauterbach wollte ja sogar 1G, nur mehr geimpft. Das kann man auch nachlesen. Ja. Der wollte 1G, also totale, ja, das ist Erpressung, Nötigung, das ist alles in einem Prinzip. Und nicht wissenschaftlich basiert. Man wusste ja bereits, wie vorhin schon erwähnt, seit 8.1.2021, die Impfung gibt keine Herdenimmunität. Man kann die lokale Virenverbreitung, 8.2.2021, nicht stoppen. Unter großem Getöse wurde in Berlin ja auch noch ein Krankenhaus in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft, muss man sagen. Das wusste ich gar nicht. 50 Millionen Euro. 50 Mille. Hammer. Es war übrigens kein einziger Patient drinnen. Mittlerweile ist das Krankenhaus wieder abgerissen. Das erinnert mich irgendwie an den Flughafen von Berlin, aber den benutzt man gestern wenigstens. Jetzt ist gut. Wir blamieren uns sowieso schon so in Deutschland. Ich glaube, die ganze Welt lacht über unseren tollen Berliner Flughafen. Gut, jetzt. Was war mit dem Krankenhaus? Okay. Ja, das wird aus dem Boden gestampft, 50 Mille. Es war nie ein Patient drinnen. Das war übrigens generell das ganze Problem. Es wurden Betten freigehalten. Die wurden auch besser subventioniert. Auch die Intensivstationen, die Intensivbetten wurden, bei uns in Österreich habe ich die Zahlen noch im Kopf, jeder Intensivpatient mit, ich glaube, über 39.000, knapp 40.000 Euro. Sehr lukrativ. Man hat Leute früher an Inkubator gehängt, als was es notwendig wäre, sich davon dann wieder zu erholen. Das war halt eine andere Sache. Aber gut subventioniert. Und es wurden Betten freigehalten für Patienten, die nachher dann nachweislich auch nie kamen. Man hat alles an Operationsterminen abgesagt, Termine zur Untersuchung für Krebsversorge etc. alles verschoben. Schuld hat natürlich nur die Ungeimpften. Gab es auch noch eine Nachbarin. Ich nehme es dir auch nicht krumm, aber das kann ich so erwähnen. Die hat zu mir, nicht wissens, dann auch gesagt, naja, langsam bin ich schon sauer. Sie hat die Hüft-OP von meinem Mann schon das zweite Mal verschoben und alles nur wegen den Ungeimpften. Das wurde den Leuten eingetrichtert. Sie wusste halt nicht, dass ich auch nicht geimpft bin und das halt besser wusste. Pandemie der Ungeimpften. Die Pandemie der Ungeimpften. Das auch tolle Videos dazu, wer es alles gesagt hat. Und was auch toll war, alle vorher... Es wird keine Impfpflicht geben. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck. Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben? Und nach der Wahl der Scholz, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin für eine Impfpflicht. Wir brauchen jetzt die Impfpflicht. Das Söder, lassen Sie uns Reihe endlich durch. Über eine Impfpflicht diskutieren. Das waren seine Worte, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Wir haben so ein Glück, dass dieser Mensch nicht Kanzler geworden ist, weil dann hätten wir nichts mehr zu lachen gehabt. Mhm. Wie war das mit dem Fähnchen im Wind? Ja, stimmt. Man dreht sich wie ein Fähnchen im Wind. Das waren auch die. Dürfen wir jetzt auch nicht mal in Deutschland Fähnchen im Wind drehen? Ja, die deutsche Fahne nicht. Die andere kannst du wehen lassen. Aber deutsche Fahne nicht. Deutsche Fahne nicht, eine andere halt. Mhm. Bayerische. Ja. Stimmt. Man hat ja auch nicht mehr auf die Krankenhausbelegung geschaut. Man hat dann nur mehr auf die Inzidenzen, auf die nichts aussagenden Inzidenzen geguckt. Da kamen die PCR-Tests ja sehr gelegen. Wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Derselbe Herr Drosten erklärte dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Talkshow, man würde die Pandemie ohne den PCR-Test gar nicht bemerken. Sogar der Erfinder Karel Malis hat gesagt,
diese PCR-Tests sind interessant, wenn man Bruchstücke wahrnehmen möchte von etwas, was der Körper irgendwann mal im Körper gehabt hat. Was zum Beispiel in, keine Ahnung, Indien, gibt es das Dengue-Fieber oder so, vor 15 Jahren, alles in Ordnung, kommst zurück und man hätte während der Corona-Zeit einen PCR-Test gemacht bei dir und hätte genau das gesucht. Man hätte es gefunden. Weil das Bruchstückchen ist immer noch in dir. Krankheitslastig, keine Bedeutung, hast du es überlebt. Auch immun, also Immunzellen dagegen aufgebaut, vielleicht, wie auch immer. Aber du hast noch Bruchstücke bei dir im Körper drin. Man kann das mit dem PCR-Test finden. Man kann alles in jedem finden. War wortwörtlich die Aussage von Carrie Mullis. Immun hat ja auch, dass nicht mehr positiv waren. Es geht ja. Es waren genug positiv. Genau. Danach hat man sich gerichtet. Nicht nach den Krankenhausbelegungen oder Auslastungen, wie wir zuerst schon geredet haben. Die durchschnittliche Krankenhausauslastung war aber 13% unterhalb der normalen Werte und die größte Unterauslastung im Krankenhaus war ja bei 30%. 30% Unterauslastung im Gegensatz zu Vorjahr 2019. Trotzdem hat man dieses Krankenhaus in Berlin gebaut. Klar! Für die Patienten, die nachher nie gekommen sind. Und wie gesagt, auch die Betten freigehalten für Patienten, die nachher nie gekommen sind. Man hat auch die Hilfe verwehrt, aktive Hilfe. Man hat die Leute einfach nach Hause geschickt, leg dich hin, bleib zu Hause, man hat nichts verschrieben, keine Medikamente, gar nichts. Dann kam ja auch von der FPÖ vom Kickl ja der Einwurf mit Ivermectin. Da haben sich dann viele lustig gemacht, ein Pferdeentwurmungsmittel. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, 1,5 Jahre später ist dann in Amerika das Medikament Avoctin auf den Markt gegangen, wurde zugelassen. Avoctin selber hat den Inhaltsstoff, rate mal, Ivermectin. Ja, ist in dritten Weltländern schon ewig lange eingesetzt. Ist auch gegen Infektionskrankheiten, also gegen Flussblindheit, gegen Flussblindheit zum Beispiel und gegen andere Sachen und Würmer auch, keine Frage. Aber es ist ja saubillig, da kann keiner ein Geld daran verdienen. Wo wir doch so viele Veterinäre in den Expertenraten hatten. Stimmt, ist sehr passend. Müssen, ja. Ne? Deswegen haben die auch gesagt, das hilft nichts, obwohl das für Tiere wäre und endlich mal ein Fachbereich wäre, wo die sich vielleicht herauskennen könnten und auch da versagt haben. Man hätte es ja zumindest probieren können. Mhm, ne? Aber richtig. Es ist ja wirklich so, man war positiv, man wurde nach Hause geschickt, friss oder stirb. Entweder überlebst du es. Die Freundin von mir, Omi, 100 Jahre alt, da kam nicht mein Arzt, weil der Patient hat ja Corona. Das muss man sich mal geben. Und die hat das überlebt, ungeimpft. Die ist dann mit 102 ist er dann gestorben. Aber sie hat es überlebt. Sie hat Corona überlebt. Ja, wenigstens das noch. Wow. Und die, sowieso diese ganze Testerei, ich habe immer gesagt, der kein Hütchen aufmacht und sagt so, doof. Ja. Wir hätten alle so ein Hütchen aufmachen müssen, wenn ich jeden Tag, ich hätte den ganzen Ort getestet, jeden Tag offiziell, was ich abkassiert hätte. Mit Recht, die Leute haben es richtig gemacht. Also da habe ich echt Sympathie für die dann angeklagt wurden, weil sie da abkassiert haben. Aber mit Recht. Ja, man muss da nicht mal einen Plan haben oder ein Fachkenntnis. Und es hat ein, ich glaube, er war 17 Jahre war das, hat er für die Testerei im Prinzip, ich glaube, 1,9 Millionen oder 1,6 Millionen Euro in der Zeit bekommen für Leute, die nie getestet worden sind. Ja. Eingereicht worden sind einfach normale A4-Zettel mit Bleistift, einfach hier geht's rein, hier ist die Teststelle, hier geht's weiter, hier geht's wieder raus. Es muss nur ein Arztdurchgang sein, dass man sich nicht kreuzt und das war es, ein Plan, handschriftlich gezeichnet und das reicht. Hier hat man nicht so genau geschaut bei den Tests, bei den Überprüfungen allerdings schon. Weil jeder musste gleich, hier, Handy. Ja. Und dann kam das ja raus und dann kam ja diese zweite Welle und dann wurde ja wieder so stark getestet und man konnte genau das Gleiche wieder machen. Mhm. Irgendwie hat es ja keinen interessiert. Jeder, der es nicht gemacht hat, ist eigentlich doof gewesen. Wir hätten das alle mitnehmen sollen. Nee, mich hat das schon sehr gefreut. Ich war ja sehr begeistert davon. Endlich ist Österreich auch Weltmeister. Testen. Wir waren ja Testweltmeister. 5,2 Milliarden Euro zum Beispiel haben wir nur für Tests rausgehauen, wir reden noch nicht von den anderen. Über 5,2 Milliarden Euro. Über 23,5, glaube ich, Testungen pro Kopf. Und dabei schaut man gar nicht nach oder man will gar nicht wissen, was mit gewissen Sachen passiert ist. Im Juni 2022, glaube ich, sind 13,6 Millionen Impfdosen vernichtet worden. Im Wert von 274 Millionen Euro. Die Vernichtung übrigens nicht mit eingerechnet, das kostet extra. Ich hätte eine Vernichtungsstelle aufmachen sollen. Wäre ich reich geworden. Oder es sind 35 Millionen Covid-Tests für Schulen abhanden gekommen. 74 Millionen Euro, einfach weg, keiner weiß wo. Oh, kann passieren. Ja, du verlegst ab und zu auch einen 100er und ist ja egal, ne? Mehrere. Ja, ständig. Immer, kein Problem, ne? Man muss nicht drauf gucken, das ist ja fremdes Geld, ne? Genau. Und ja, da sind generell sehr viele Sachen schiefgelaufen. Maskenvernichtung hat es bei uns auch gegeben.
Ein Themenbereich wäre noch die WHO, würde ich mir sagen. Ist ein schöner Themenbereich, die WHO. Ein einziger Mann ohne medizinische Ausbildung, der Tedros Adhanom Ghebreyesus, darf entscheiden, was eine Pandemie ist. Ich glaube, wir sollten zunächst einmal den Begriff Pandemie neu definieren. Nicht neu definieren, wir sollten ihn mal so definieren, wie die WHO ihn zurzeit definiert. Und da bedarf es keiner Viren, keiner Bakterien oder sowas, sondern da reicht auch schon der berüchtigte Klimawandel, der uns eingeredet wird. Auch das ist eine Pandemie plötzlich. Obesity, also das Dicksein ist eine Pandemie, Rauchen wird eine Pandemie, Nahrungsmittelversorgung ist eine Pandemie. Also der Begriff Pandemie ist nicht mehr so, wie wir ihn mal im Studium gelernt haben. Gibt es noch andere Beispiele für eine Pandemie? Klima, Klimawandel oder Erwärmung oder CO2-Überschuss soll eine Pandemie sein. Ich meine, Affenpocken, Tomatengrippe, das war ja schon, das war ja Lachnummer. Und es haben sich ja viele immer darauf berufen. Ja, aber die WHO hat ja die Pandemie ausgerufen. Ja, die WHO hat schon öfter Pandemien ausgerufen. Man denkt mal zurück an die Fluggrippe 2003, glaube ich, war das. Oder mal an die Schweinegrippe 2009. Damals gab es einen superklassen Impfstoff, natürlich nebenwirkungsfrei, der die Narkolepsie als Nebenwirkung auslöste. Also das sind Menschen, die dann 18, 20, 22 Stunden am Tag schlafen. Til Schweigers Tochter ist ja auch davon betroffen. Ja, dann kam eben Corona. Man hat das ausgerufen. Das Robert-Koch-Institut hat alles brav aufgeschrieben, was die davon glauben. Und das hat ja auch alles gestimmt. Erzählt wurde genau das Gegenteil davon. Die letzte Pandemie, die WHO ausgerufen hat, war ja die Affenpocken-Pandemie. Das hat die WHO ausgerufen jedenfalls. Ne? Die letzte war die Affenpocken-Pandemie. Lauterbach hat gleich mal 240.000 Impfstoff bestellt. Steht auch drunter noch, weitere sollen im Laufe des Jahres noch folgen. Ja, keinen interessiert, hat die WHO wieder abgesagt. Na, okay, Pandemie zurückgerufen. Ne? Das hätte sie bei Corona auch machen können. Haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht, trotz besseren Wissens. Da ist der Rubel halt doch besser gerollt. Ja, wenn es ums Geld geht, der schnöde Mammon, ne? Man braucht nicht den Pöbel, man braucht ja nur sein Geld. Die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. Und ihr habt jetzt einzunehmen, diese Tabletten oder diese Impfung von genau diesem Konzern. Nicht irgendwas von irgendwo oder Selbstbehandlung oder guck mal selbst, nee. Verpflichtend haben das die Länder umzusetzen und es gibt auch keine Anlaufstelle. Wenn du sagst, oh, das gefällt mir nicht, wo kann ich anrufen, mich beschweren? Es gibt nichts, das ist von den Ländern umzusetzen. Das wird wahrscheinlich wieder krass finanziell sanktioniert werden. Kennen wir schon von den wahnwitzigen Corona-Strafen. 4.600 Euro, 3.800 Euro, 2.800 Euro für die kleinen Vergehen. In Wien musste man zum Beispiel, wenn man alleine auf einer Parkbank gesessen ist, mit Maske musste man einen Kaffee trinken, 500 Euro zahlen. Gibt es auch einen Vorfall. Eine Freundin von mir aus St. Pölten, die hat immer noch das Gerichtsverfahren wegen 700 Euro bei der ganz offiziell angemeldeten Parteisitzung, wo auch gewählt wurde. Das war erlaubt rechtens, da rennt die Verhandlung immer noch. Aber nochmal eine Frage zu diesem WHO-Menschen. Was hat der denn für Qualifikationen, weißt du? Das hat der auch so ein abgeschlossenes Veterinärstudium, oder? Ja, die Qualifikationen dieses Tedros Adhanom Ghebreyesus sind folgendermaßen. Er war anscheinend, ich sage anscheinend, das gilt die Unschuldsvermutung, am Völkermord in Äthiopien beteiligt. Das ist, glaube ich, auch eine Qualifikation. Also da lernt man, wie es schnell geht. Ja, genau. Schnell richtig, viele richtig. Mit der Impfung geht es ein bisschen langsamer, dauert ein bisschen länger. Es kostet ein bisschen mehr, bringt aber auch mehr Gewinne ein. Ist nur meine private Meinung, Artikel 5. Ja. Medizinische Ausbildung hat da auch nichts. Könntest du auch machen. Aber du bist jetzt nicht schwarz und hast jetzt keine Brille und hast auch keine lockigen Haare und keine Schnauzbart. Du schaust einfach nicht so schnuggelig aus. Wer darf das machen? Ohne Angabe von Gründen. Eine einzige Person entscheidet, was passieren will, wie lange das was passieren will, wann Lockdowns sind, von wann bis wann, was eingenommen werden muss und von welchem Konzern es auch eingenommen werden muss. Die Länder müssen das umsetzen. Es wird, wie gesagt, sanktioniert werden mit Strafe wahrscheinlich dann. Aber an dieser Stelle möchte ich einen kurzen Einwurf machen. Bei uns in Österreich gibt es das ORF. Die liebe Jana weiß das ja schon. Und ich habe da mal ein kurzes Video zusammengeschnitten am 13.05.2024 in der Zeit im Bild im ORF, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wurden die Bedenken von Leuten wie mir, dass sowas wie das, was ich gerade erzählt habe, wurde abgetan als Verschwörbler-Schwurbler-Fantasien. Und in der Parallelwelt der Verschwörungsschwurbler seit langem vor einer WHO-Diktatur gewarnt. Ich habe da kurzes 6-Minuten-Video draus gemacht. Bitte guckt auf meinen Kanal, Eigenwerbung in Folge. Das Video kann sich jeder runterladen.
auf Schnippes Akatom auf YouTube. Die haben ein bisschen mehr Eier und löschen nicht jedes Video wie TikTok. Da hat der Öffentlich-Rechtliche, der ORF, bestätigt, das sind alles nur Verschwörungsschwurbler-Fantasien und das ist alles gar nicht richtig. Und es ist kein Muss, sondern nur ein Soll. Und dieses Video werde ich jedem vor die Nase halten, der sagt, du musst es impfen gehen, du brauchst eine Maske. Jo, könnt ihr auch machen. Ohne entgeltliche Ansprüche. Viel Spaß mit dem Video. Runterladen, mitnehmen. Sehr beruhigendes Video, wenn man weiß, man soll. Aber man muss nicht. Aber man muss nicht. Schön. Wäre schön, wenn du es machst. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Genau. Und dann ist doch alles in Ordnung. Mhm. Alles in Butter. Und anders als von Verschwörungsschwurblern behauptet, herrscht im Vertragsentwurf nicht das Muss, sondern das Soll. Es gibt Geburtenratenschwund, nachweislich. Das hat zum Beispiel auch Konstantin Beck sehr schön gebracht. Und dann kommt die Impfung und 9 Monate später geht's runter. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, Long-Covid könnte da beteiligt sein, aber nicht in dem Ausmaß. Also sehr unlogisch. Und es geht immer stärker runter, bis auf 4.200. Nun, also die Zahl muss ich gerade korrigieren. Das geht immer eine Weile, bis die Daten vollständig beisammen sind. Und ein Kollege von mir und ich haben das durchgerechnet. Was ist da noch zu erwarten? Wir erwarten, dass etwa noch 3.300 Babys nachträglich gemeldet werden. Aber das macht es dann auch nicht viel besser. Dann sind wir bei 3.400. Es wird jedes Halbjahr schlechter bis jetzt. Unter anderem auch eingerechnet die 9 Monate, die man bei der Schwangerschaft braucht und den Geburtenrückgang danach. Da gibt es ja eine sehr schöne Statistik. Man weiß, okay, es werden weniger Menschen geboren. Es gibt mehr Fehlgeburten, es gibt mehr Aborti. Aborti um 375% mehr, Fehlgeburten um 443% mehr oder so. Aber es stört keinen. Keiner fragt nach. Überleg mal, was das aber für die Frauen bedeutet, die das Kind verlieren. Das ist normalerweise für jede Frau eine Vollkatastrophe. Mhm. Und viele haben ihr ganzes Leben daran zu knabbern, dass sie mal ein Kind verloren haben. Mhm. Das sind schlimme Schicksale, auf die wir nicht acht genommen, ne? Nee, überhaupt gar nicht. Einfach drüber gefahren, so ist es, fertig aus, ihr habt es zu machen. Und ja, okay, so wie gut. Das mit diesem Löschen von der EMA-Datenbank, da mit diesen 80.000 Nebenwirkungen, das sind 80.000 Einzelschicksale, das sind Personen, die dahinter stehen, die damit zu kämpfen haben. Ja. Und wo es dann einfach heißt, nee, wenn es ist nicht so wichtig, das streichen wir jetzt raus. Mhm. 15.000 Fehlgeburten waren es, glaube ich, wenn ich es recht noch aus dem Video in Erinnerung habe. Versteuer mal einen Euro nicht, weil du den vergessen hast oder weil du den unter den Tisch fallen lässt. Das ist auch immer so ein Vergleich bei mir. Mach einen Lohnstrausgleich, du hast 100 Euro nachzuzahlen und du machst das nicht gleich. Du hast mehr Probleme, als wenn du sowas machst, wo Milliardenbeträge einfach in die Binsen gehen. Jetzt nachweislich auch. Es ist halt viel das Persönliche, ne? Was jetzt, was wir eigentlich jetzt gar nicht erwähnt haben, wie es für jeden eigentlich persönlich war. Also ich kann jetzt ja auch nur von mir sprechen, wie man plötzlich nur noch zu Hause saß, wie man gelitten hat, die Kommentare, die man eingefangen hat, du wirst um die Impfung nicht drumherum kommen. Wenn ich mich an meinen eigenen Hausarzt, der kennt mich, seitdem ich 11, 12 Jahre alt bin, das erste Mal, wenn du drankommst, pass auf, dass du nicht AstraZeneca bekommst. Ich so, das nächste Mal, wo ich dann da war, bist du geimpft? Nein. Wenn du fit bist, lässt du dich impfen? Habe ich nicht vor. Brauchst du eine Krankmeldung? Nein. Warum bist du hier? Ja, warum gehe ich zum Arzt? Weil es mir scheiße geht. Ich bin krank, ich hätte gern was, das mir wieder besser geht. Ja. Jetzt machen wir erstmal einen PCR-Test. Und dann rührt er da rum. Ja, erst in die Nase, dann in den Rachen. Für was? Warum? Dieses Persönliche, was man erlebt hat, dass man ausgegrenzt wurde, wie man schikaniert wurde. Demokratiefeinde, Staatsverweigerer, Rechtsextreme und Neonazis. Und dann muss man dazu sagen, ich arbeite noch nicht mal. Ich habe weder Eltern oder Familie, die mich unter Druck hätten setzen können, ja, weil eben schon verstorben. Und ich habe das Glück, dass ich nicht arbeiten brauche. Nicht mehr. Ja. Aber ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die so Druck bekommen haben von ihren Chefs oder von ihren Arbeitskollegen. Und eben, du bist schuld wegen dir, weil du nicht geimpft bist. Wie sagt die eine da bei ARD? Herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Und man steht da oder man stand da wie der letzte Depp. Wenn andere erzählt haben, ich war mit meinen Kindern hier und da und dort und ich stand da und dachte, ja, ich kann es nicht. Das war übrigens eine Originalaussage. Ja. Das war Wort für Wort jetzt. Das war Wort für Wort, ja, weil manche Dinge bleiben einfach hängen. Das, so wie der Blinddarm der Gesellschaft, auch das ist hängen geblieben und das ist verletzend, das hat wehgetan und ich glaube, das ist auch der Grund. Wenn viele sagen, jetzt lass doch mal ruhen, nein,
Nein, weil es müssen Handschellen klicken, es muss Konsequenzen haben und das nicht erst in 40, 50 oder 75 Jahre. 75 Jahre sollte der Vertrag oder warum sollte dieser Vertrag, da hat man sich ja schon was dabei gedacht. Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Man muss nicht Konfuzius sein, um die Wahrheit in dem Spruch zu erkennen. Gilt auch für das, was jetzt genau 4 Jahre her ist und an das viele am liebsten nicht mehr erinnert werden wollen. Für andere ist das Erlebte dagegen immer noch sehr präsent. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, der erste Corona-Lockdown in Deutschland. Das hieß, plötzlich waren die Innenstädte leer. Schulen, Kitas, Restaurants, Friseure, alles dicht. Ab sofort dürfen sich nur noch 2 Personen treffen, wenn sie nicht in einem Haushalt leben, auch draußen. Es ist die Zeit, in der das Klima rauer wird, in der Risse entstehen in der Gesellschaft, die es bis heute gibt. In der sich alle wiederholt korrigieren müssen, die Wissenschaft, die Politik, auch wir in den Medien. Man hat diese Impfung auf den Markt gebracht, wir haben uns solidarisch gezeigt, wir haben uns impfen lassen und jetzt machen alle Verantwortlichen so und wir stehen alleine da seit 2 Jahren. Aber wir lassen die Menschen nicht im Stich. Ja, schöne Schlussworte, würde ich mal sagen, für heute. Amen. Amen, ja, wunderbar. Tschüss, Baba. Hallo, Gary, wie es in Österreich heißt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.